Sinny, oh, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Und Katze, hiha, hiha, mau. Ja. Heute, bevor ihr wieder in den Lurk verschwindet, wir gucken uns mal ganz kurz die Alone in the Dark Teaser Demo Dingsbums an. Sie ist wirklich ganz kurz. Warte mal, ich brauche noch Bild. Ja, ich bin ein bisschen später dran, sorry. Unverhofft kommt auf dich. Ich hatte 17:30 Feierabend und habe bis 17:40 arbeiten dürfen, weil ich noch nicht fertig war. Und dann ruft natürlich Mutter an. Ja, wie das so ist, ne? Wenn man irgendwas geplant hat, ne? Machen wir doch mal ein Bild an. Hi. Ali, hallo, hallöle. Seid ihr gut in die Woche geflutscht? Ja, ich hoffe doch. Hast du was Schönes gefunden auf dem Flohmarkt, Zinni? Hast du nach was Bestimmten gesucht? Oder so, Katze, wie geht's dir? Und der Katze? Und dem Kater? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und so. Ich saß 17:30 auf dem Klo und dachte, oh, gleich tut der Jay streamen und heute bin ich sogar at home. Sehr schön, das sind genau die Gedanken, die man auf dem Klo haben muss. Ja. Ja, wir gucken kurz in die Alone in the Dark Teaser Demo rein und danach geht's einfach mal lockerflockig weiter, wie tatsächlich sehr gewünscht, muss ich sagen, überraschenderweise sehr gewünscht mit Oregon Trail. Ne? Wir wollen natürlich wissen, wie unsere Truppe, wie und ob unsere Truppe in Oregon ankommt. Und so, ein Rock für 3 Euro gekauft und Schmetterlingsohrringe für 1,50. Das klingt ja günstig. Auf dem Klo kann man schon mal an Pandas denken. Ja, definitiv. Bin ich auch völlig dafür. Ja. Ach, was für eine chillige Musik heute. Meine Güte. Läuft alles. Mir fällt gerade auf, dass der weiße Chat auf dem sehr hellwolkigen Hintergrund doch richtig gut zu sehen ist. Nicht. Ja, ansonsten, ja, an die Beteiligten, die gestern mit dabei waren, ich hätte gern vielleicht noch ein bisschen Feedback. Wie hat euch das gestern mit Diablo gefallen? Wenn ihr mehr oder weniger zugeguckt habt, vor allen Dingen so an Katze gerichtet, die sowas noch nie gesehen hat, dieses Diablo, ja, in der vierten Instanz und so, mit dem Bärenbruder, ne? Also ich fand das tatsächlich sehr interessant, mal mit einer Klasse durchzueiern, die ich noch nicht kannte. Ich war nicht da, aber gefiel mir bestimmt gut. Ja, das ist das Feedback, was wir brauchen. Bin irgendwann weggenickt, fand es aber erstmal nicht schlecht. Weggenickt, weißt du, da bricht die Hölle los, ja. Wir Bär smashen uns dann da durch die Botanik und Katze so. Ja, so gehört sich das, ne? Gut. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, kurz mal in die Demo reingeguckt. Ich drehe mal diesen Sound ab und starte mal das Spiel. Und dann können wir da gleich mal reingucken. Wenn man im Bett übers Handy schaut. Ja, siehste, meine Güte. So, Montag sieht dann ungefähr so aus. Moment, da. Da haben wir ein Bild. Haben wir auch Ton? Jetzt müssten wir eigentlich Ton haben. Wenn der Ton kommt. Ja, achso, mit Gamepad heute das Ganze. Hab noch gar nicht weit gespielt, Mikro auch nicht. Bei Diablo, okay, ja. Es findet im Allgemeinen sehr, sehr, sehr positiven Anklang. Natürlich gibt es wieder die Mecker-Fritzen und ja, die Minderheit ist natürlich am lautesten in Forum, Reddit und was weiß ich, ja. Aber so ganz im Allgemeinen kommt es ganz gut an. So, ist das bei euch einigermaßen annehmbar laut? Wir müssen nachher noch ein bisschen gucken. Nachher wird natürlich noch geredet im Spiel, dann wird es vielleicht ein bisschen lauter. Also, Alone in the Dark, beziehungsweise der Prolog davon, der Teaser-Prolog, Grace in the Dark. Alone in the Dark, wir hatten den ersten Teil, den urersten Teil quasi schon mal ja angespielt gehabt, ne? Nicht wirklich weitergemacht, weil es gab auch noch andere Spiele und wichtigere Spiele und so weiter. Und diese Neuauflage soll die ersten drei klassischen Urteile, also das waren drei separate Spiele, die quasi als Trilogie dann letzten Endes draußen waren, ja, soll diese Trilogie in einem Remake wieder quasi zusammenfassen und überarbeiten. Ja. Finde ich interessant. Werde ich mir, denke ich wohl geben, soweit, ja. Und auch bei der Urtrilogie gab es für den zweiten Teil einen Teaser, der nannte sich Jack in the Dark. Ja? Und das war tatsächlich nicht vom ersten Teil, sondern vom zweiten Teil. Ein Teaser, der zwischen dem ersten und dem zweiten rauskam.
Und auch genauso wie hier ein wenig Nebenhandlung von einem Nebencharakter gebracht hat, dem man dann letzten Endes als Edward Carn wie im Hauptspiel auch noch begegnet ist. Ja. Und so weiter. Bis der Ton okay, das klingt gut. So, vielleicht spiele ich jetzt ein bisschen beim Zugucken. Ja, genau, ich lenkt auch gar nicht ab. So, und den irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir gucken mal in die Optionen rein. Viel Überraschendes gibt es hier nicht. Das Spiel läuft nichtsdestotrotz überraschend gut bei mir auch. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier HDR anhatte oder nicht. Lass mich mal gerade gucken. Nee, ist aus. Sehr gut. Sehr gut. Immer wenn ich so graues, verwaschenes Nordic-Logo unten rechts sehe und so, das seht ihr jetzt gar nicht, weil mein Gelumpe da im Weg ist. Aber auch die Schrift ist so ein bisschen gräulicher statt weiß. Da denke ich immer, dass das HDR nicht ordentlich hinhaut. Aber es ist nebensächlich. So, Helligkeit der Anzeige, das ist ganz wichtig. Links sieht bei euch einigermaßen dunkel aus. Das ist gut. Rechts ist einigermaßen schrecklich hell. Und in der Mitte ist okay. Gut, dann können wir das, glaube ich, nämlich mal so lassen. Wir können es auch noch ein bisschen normaler anpassen. So hatte ich es mir halt gerade eingestellt. Jetzt gucke ich mal gerade, wie das bei euch so... Okay, das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser. Dann lassen wir es halt auf dem Mittel. Dann lassen wir es halt auf dem Mittelmaß. Alle schick. So, Steuerungslayout. Es ist für diese Demo nicht sehr aufregend, das Ganze. Wir haben Interagieren, wir haben Untersuchen, wir haben die Kamera, wir haben Bewegung und wir haben die Pause-Taste. Inventar und Leute verkloppen kommt dann im Hauptspiel noch dazu, wenn es sich am Original orientiert. Ja, so, ansonsten Audio, die Gesamtlautstärke hatte ich ein bisschen runtergedreht, das ist ganz gut. Ich glaube, Musik und Effekte nehme ich auch noch ein bisschen runter und dann haben wir ein wenig mehr Gesprächslautstärke drin. Und dann wären wir soweit auch schon bereit. Sehr gut, okay. Dann einfach mal, hallo Rama, einfach mal ein wenig genießen. Es wird schneller vorbei sein, als man denkt, ja. Und dafür, dass das eine 19 Gigabyte Demo ist, ist die wirklich sehr schnell rum, ja. Das nun mal direkt am Rand. Also, wir fangen mal an. Es sieht sehr gut aus, das Spiel. Das muss man dem echt lassen, finde ich. Doch, doch, Tom, danach, nach der Demo. Hallo, Tom. Die Demo ist relativ schnell vorbei, keine Sorge. Wir spielen heute Oregon Trail. Die kleine Grace. Beim Basteln. Macht sich eine Pappmaché-Maske und malt die nett an. Und hört diverses Nerzen quietschen, whatever, von sonst wo. Namen Dedre! So, und dann dürfen wir auch schon loslegen. Ja, wir als kleine Grace. Das Ganze spielt am frühen 20. Jahrhundert, also wie viel 1901 irgendwas, oder war es 1800 irgendwas? Hier, ich habe es tatsächlich ein bisschen vergessen, aber ist ja egal. Ja, wie gesagt, also namen die im Vorspann hier reingetrudelt sind, namen Tom, namen Dedre und so weiter und so fort. Geht's euch allen gut? Ich hoffe doch, Semi-AFK, da Kurs. Ach so, ja, viel Spaß mit Dänisch, Schwedisch. Ich hab's schon wieder vergessen. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und gute Erfolge. Wir gucken uns um, die kleine Grace in ihrem Spielzimmer. Oder so. Ich hoffe, der Ton ist tatsächlich laut genug. Ich glaube, wir können ein wenig Lautstärke riskieren. Aber nicht, dass das dann hier Dings wird. Hey, Alone in the Dark. Ja, die Demo. Ja. Die Demo, der Teaser. Hier gibt's, also für meinen Geschmack sind hier viel zu viele Puppen. Kenne ich auch von der Gamescom. Okay, sehr schön. War das die gleiche? Weißt du wahrscheinlich nicht, ob es die gleiche war. Aber wenn es eine sehr kurze war, dann ist es die wahrscheinlich. Der Stand hat sich, die Warteschlange da hat sich wahrscheinlich ziemlich schnell geleert, oder? Wenn das die gleiche war. So, wir haben hier eine Jack-in-the-Box-Box. Findet sie lustig. Okay. So. Es gibt hier sehr viele Sachen, die wir einfach mehr oder weniger beeinflussen und mit denen wir interagieren können. Zum Beispiel Stühle lassen sich durch die Gegend schieben. Das hat man nicht oft.
muss ich sagen, dass man so Sachen mit den Sachen durch die Gegend friemeln kann. Was haben wir hier eigentlich? Das ist die Maske. Ich gebe ihr einen großen Schnauzbart. Okay, das ist jetzt trotzdem alles noch ein bisschen leise. Manchmal hat man eine Demo so, die einfach leise ist. Seltsam. Pass mal auf, ich drehe jetzt hier voll auf 98, auf 98 Prozent, ja, und nachher werden wir hier voll weg erschrocken und so. Mal schauen, was haben wir hier noch? Not my best work, if I'm being honest. Nicht deine beste Arbeit. Okay, hier haben wir nämlich einen Kollegen mit einem Schnauzbart und eine kleine, wahrscheinlich Emily, sie hat interessanterweise sogar die gleiche Frisur und die gleiche Mütze auf. Hut, wollte ich sagen. Hier haben wir jemanden im Rollstuhl mit, wieder Emily, diesmal mit ohne Hut. Okay, habe ich noch etwas übersehen? Also nichtsdestotrotz, das Spiel sieht meiner Meinung nach ordentlich gut aus. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch eher das Original im Sinn und ich sehe deswegen so, ich denke deswegen, dass es so gut aussieht. Aber wir haben sogar eine richtig schöne, vernünftig gemachte Spiegelung. Ja, und das Ganze mit ohne Raytracing. Bin mal im Futtersuche, Lurk. Mach das, Brahma. Gute Jagd. So, und was uns hier auch auffällt, wenn wir ein wenig recherchieren, und ja, ich weiß, ich lasse mir sehr viel Zeit, aber keine Sorge, die Demo ist viel zu schnell rum. Hier sind zwei Betten. Hier sind zwei Betten für nur eine Emily. Das wundert natürlich. Amazing Stories. Achso, und was ich hier jetzt schon liebe, ist, wir haben eine Ranzoom-Taste. Das finde ich super. Das fehlt mir bei so vielen Spielen. Stories by H.G. Wells, Jules Verne und Edgar Allan Poe. Das ist eine wunderschöne Mischung, ne? Was fürchterliches, was zum Fantasieren und sonst was wie. So, hier haben wir eine Puppe und zwei Köpfe. Und ja, wie gesagt, viel zu viele Puppen. Auch viel zu große Puppen. Jetzt habe ich mich erschrocken. So, ansonsten ist hier aber, glaube ich, nicht mehr viel. Wir können keine Ordnung schaffen und ähnliches. Hier liegen, ich wollte gerade sagen, hier liegen Kippen, aber nee, das sind Buntstifte. Und ein Tagebuch. So, ansonsten war hier aber, glaube ich, nichts. Ich gehe jetzt gerade natürlich noch so ein bisschen das Ganze. Puppen sind echt creepy, ja, ohne Scheiß, ne? Ich gehe jetzt hier nicht umsonst noch so ein bisschen rum. Ich versuche hier möglichst viel mitzubekommen. Ich erwarte irgendwie immer noch, dass die Entwickler hier irgendwas Mysteriöses mit eingebaut haben. Abseits des normalen, sehr geradlinigen Weges dieser Demo. Aber bisher ist mir nichts aufgefallen. So, die Tür, sie macht die Tür mit einer Animation auf und wir als Mitspieler, als Spieler sind die Letzten, die sehen, was da draußen ist, ja? Zum Beispiel eine Krähe, die da draußen verschwindet. Okay, das ist schon mal seltsam. Da drüben ist es nämlich dunkel aus dem Fenster und hier ist es hell. Und manche Gemälde sollte man einfach verbrennen, ja? Das ist ja alles sehr seltsam. So. Wo kam eigentlich die Krähe her und was haben wir hier eigentlich? Sieh sich einer dieser Unordnung an. Okay. Noch mehr Gemälde. Ein Globus, den wir diesmal nicht angrabbeln können. Und hier sehr nette Details, finde ich ja. Die guten Zigarren im Kinderzimmer, ja. Sehr nette Details. Endlich hat mal einer dran gedacht, dass so eine Stehlampen auch ein Kabel mit einem Stecker brauchen. Jetzt mal ohne Mist, versucht euch zu erinnern an solche Spiele. Habt ihr irgendwo mal ordentliches Elektrowerk gesehen? Ich glaube nicht. Ist mir sofort aufgefallen, dass hier endlich mal einer dran gedacht hat, dass da auch wirklich mal eine Strom dran muss, ne? Wir sehen es hier direkt schon. Wir brauchen einen Schlüssel, um hier weiterzukommen. Mal davon abgesehen, dass sie nicht nach der Klinke greift. Hallo, Demo. Sie greift ein bisschen ins Leere, aber das Spiel weiß, was sie will. Gut, na gut, wir gehen mal weiter. Zum Beispiel raus. Ich glaube, wir sollen nicht raus. Okay, und ja, wie gesagt, hier sehen wir es nämlich auch. Hier draußen ist nämlich eigentlich Dämmerung. Ich gehe mal von Abend aus, weil warum sollte sie früh... Also... Wer ist schon früh gerne draußen und so und wach und keine Ahnung, vor allen Dingen am Morgengrauen. Das Ganze spielt übrigens, soweit ich mich richtig entsinnen kann, in Missouri, Mississippi, irgendwie sowas, irgendwo da unten, ja.
So, hier haben wir eine Zeitung mit einer Brille drauf. Die Brille ist ja mal richtig schön. Aber seht ihr das? Die, ach nee, jetzt ist es weg. Die Schattierung, der Schatten von der Brille, das ist schraffiert. Warum auch immer. Das finde ich eigentlich ganz geil. Könnte jetzt auch ein Grafikfehler sein. Aber ich glaube, das seht ihr nicht, ne? Aber ist ja egal. Das ist gruselig. Wo wir gleich hintrailern. Was? Ja, genau. Die wird schon wissen, warum sie ohne Abendessenzimmerarrest hat. Die hat sicher Fauste hinter dem Finster. Es gibt schon die ein oder andere Theorie über sie. Huch, mach nicht sowas, Cindy. Okay, da waren diverse Kakerlaken. Und wo ist jetzt das draußen hin, wenn ich mal fragen darf? Cindy, willkommen bei der Subtombola für den Monat Juni. Ich weiß jetzt nicht ganz genau und bin auch zu faul zu gucken, welchen Tag, aber letzter Sonntag. Das dürfte ja bekannt sein. So, auch hier eine sehr, sehr dekorative Spinnennetz hinter dem Eimer. Und generell eine Klokette. Kann ich an der Klokette ziehen? Nein, ich kann das. Wir können das Klo nicht benutzen. Dachte ja, check mal kurz. Ja, also geschafft. Okay, das hatte ich völlig vergessen, dass Türen, wie man hat es ja so gerne, ne, automatisch hinter einem zugehen. Aber dass die hier so ekelhaft knarren, ist schon widerlich. Widerlich gut. Juni ist ein guter Monat. Findest du? Erkläre dich. Wer hat hier Wasser in der Wanne gelassen? So, und was war hier eigentlich? Cassandra should be more careful with her medicine. Cassandra, Medikamente sollte vorsichtiger sein. Okay, es gibt hier eine Cassandra. Das ist gut zu wissen. Und was haben wir hier Schönes? Ein Waschbecken. Already washed my hands today. Sie hat sich heute schon ihre Hände gewaschen. Ist das nicht umsichtig? Es ist Abend und sie hat sich aber heute irgendwann schon ihre Hände gewaschen. Hier ist eine komische Bürste. Draußen ist komisches draußen. Und ich glaube, mehr ist hier nicht. Hier liegt die Klolektüre viel zu weit weg, ehrlich gesagt, für die Toilette. Und wir kontrollieren natürlich auch. Ja, das Klopapier hängt richtig rum. Sehr gut, okay. Wie hieß das Game? Der Junge, der die ganze Familie gekillt hat in der Villa, die Köchin in der Kühlkammer zum Beispiel oder den Onkel mit dem Gasherd und der Typ mit dem Rasenmäher, ne? Lucius oder sowas? Katze? Glaube ich, das war Lucius, ne? Gab es da nicht sogar einen zweiten Teil, der schlimmer war? Also schlimmer im Sinne von schlechter? Ich glaube schon, ne? Geburtstag und Hochzeit, oh, dann ist es wirklich ein guter Monat, ja? Ach ja. So ähnlich, Jay. Muss mal schauen. Ja, das hieß Lucius. Ich bin mir fast sicher. Das war aber wirklich zu offensichtlich, das Spiel. Ja, finde ich. Also, das war irgendwie, du solltest der Böse sein, aber irgendwie ist nicht wirklich Spannung aufgekommen. Man war halt selber der Böse. Ne? Keine Ahnung. Ich habe es irgendwann mal gespielt und das erste war technisch nicht wirklich ausgereift, war aber offener, was so Gewalt anging. Und das zweite war dann wirklich bloß noch, ja, wir haben uns einen Namen geschaffen mit dem ersten Teil und der zweite ist dann, der war schlimmer, fand ich. Gab es nicht sogar einen dritten Teil? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie hat er das ziemlich schnell an Substanz verloren. So, okay. Blöde Tür. weiter geht's. Spannend war es nicht, jede Nacht durch die Villa jemanden killen und das war es irgendwie. Ja, richtig, siehste. Eigentlich lohnt sich's ja gar nicht, sich das nochmal anzugucken. So, letzte Tür. Oh goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? You're not a spy, are the you? Others, all of them. No, you're too innocent. Southern accent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Hilfreich, die kleine Göre. Ein dezent paranoider Kollege. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without. Oh. Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Okay. Hat er sich einfach rausgeschlichen? Frecher Typ, I'll just so. Take this letter downstairs to the clerk's office myself. Die haben alle so einen netten Southern Accent, ne?
Fällt mir gerade so auf. I put it there by myself. Okay, nette Sache. So, wie sie den Brief hält. Ja, ne? Bereit zur Zustellung. Kleines Postmädchen. So, was haben wir denn hier? How are there so many books in this house and still nothing I wanna read? Das sind einfach sehr schrecklich uninteressante Bücher, offensichtlich. So, mit den. Und hier, die hässlichste Lampe der Welt. Nee, so schlimm ist sie gar nicht. Ah. Ja, die hält den Brief jetzt die ganze Zeit so, denn wir haben kein Inventar. Ja, irgendwo müssen wir sein. Guck mal, wunderschönes Boxspringbett, oder? Finde ich ja. Ne? Meine Güte. Tolle Tagesdecke hier. Direkt mit Schüssel auf dem Tisch zum Reinurinieren bereit. Da liegt ein Schlüssel rum. Den können wir aber anscheinend nicht nehmen. Wir brauchen aber irgendeinen Schlüssel. Zum Beispiel den da. Nehmen wir doch diesen riesengroßen Schlüssel. Lobbyschlüssel. Dankeschön. Ach, den hat sie... Nee, den hat sie jetzt nicht in der Hand. Wo hat sie den jetzt hin verstaut? Und warum hat sie das Kleid so schief an? Ach nee, sie stand gerade schief. Okay. Stabhochsprungbett zum Reinkommen. Ja, ohne Scheiß, ne? Also sie braucht eine Leiter. Sie braucht definitiv eine Leiter, um da reinzukommen. Das ist auf Schulterhöhe. Das ist ja auch interessant. Das ist einfach die Kindersicherung, ja? Hier penne ich, nicht irgendwelche Kinder. Und das ist einfach viel zu hoch, um da überhaupt reinzukommen. Unterm Hut versteckt in den Schlüssel. Das kann auch sein. So, und er hat übrigens richtig tolle Bilder hier, ja? Ach ja, der Jeremy. Warum hat er hier einen Rollstuhl eigentlich? Der lief doch eigentlich ganz gut. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Okay, es gibt einen Jeremy, es gibt einen Batiste, der hier Leute durch die Gegend schiebt und hier gibt es definitiv keine Putze. So wie ich das sehe. Jedenfalls keine sehr gründliche. Oder sie ist kurzsichtig. Käse. Käse, Weintrauben und Wein. Lecker. Davon kann man sich auch mal ein Bild hinhängen. Da ist sogar eine Unterschrift dran. Raphael P. irgendwas. Raphael Pesto. Ja, so sieht das Bild doch aus. Okay, Frau im Garten. Wolken über Strand. Sehr gut. Sehr gut. Also doch mal, hier hat sich der Maler echt noch Mühe gegeben, ne? Ein Riesenbaum auf das Bild gemalt. So, ansonsten diverses. Eine tickende Uhr. Sehr ambientemäßig. Und eine, ach du siehst, die Schreibmaschine habe ich jetzt noch gar nicht begutachtet. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Okay, also das, wenn das Cassandras Schreibmaschine ist und Cassandras, dann in dem Fall wahrscheinlich Rollstuhl, dann ist das hier nicht Jeremys Zimmer. Dann wohnt hier nicht Jeremy. Was hat er hier zu suchen? Das ist jetzt hier in dem Fall die Frage. Auf jeden Fall sind wir hier, glaube ich, fertig. Hier ist ein ominöser Schrank. Halb offen, aber nicht öffnebar. Offenbar. Offenbar. Offenbar nicht öffnebar. So, jetzt haben wir einen Schlüssel, können weitergehen. Ich beobachte gerade nochmal diese Tür. Okay, die war ein bisschen besser geölt, aber der Abgang war trotzdem erschreckend laut. So, wir sollen... Also ist hier die Lobby anscheinend, also wird es da ja wohl nach unten gehen. Eine wunderschöne Türenanimation. Resident Evil lässt grüßen. Und herrlich, abstruse... Dingerse. Skulpturen. Ja, die sind definitiv gruselig. Ugh, und hinter uns ist schon wieder die Tür zugegangen. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, mich daran zu gewöhnen. Für das Hauptspiel dann in dem Fall. Tolle Uhr eigentlich, ne? Hey, hatten sie nicht so eine ähnliche in Hogwarts rumzustehen? Interessant, was ist denn da alles drauf? Also wir haben, oh mein Gott, 24 Stunden mit Sternzeichen dran. Okay, wir haben einen Sekundenzeiger, der von, was? Wo ist denn da die 1? Unten. Da oben ist die 1 unten, okay. Dann haben wir ein römisches Ziffernblatt mit Mondphasen. Also das ist mal eine fancy Uhr. Ich sehe hier noch nirgends eine Uhrzeit. Oder ist steht die 21 auf 21 Uhr quasi? Das wäre halt auch mal interessant. Aber dann müsste das ja immer gleichzeitig der... Hä? Dann müsste es ja immer gleichzeitig der Sternzeichen sein. Das ergibt keinen Sinn. Das ist eine sehr seltsame Uhr. Okay. Hallo Büste.
Na toll. Hier fehlt ein anderer Schlüssel. Das ist aber schade. Hm. Jeremy, was hast du getan? Hä? Was ist denn das für eine Aussage? Wo kommt der Nebel her? Wo ist das Licht hin? Und warum sind die Wände moosig? Ach nee, das sind gar nicht die Wände. Das sind ist der Schatten von einem Gelumpe da oben. Hat das Gelumpe da oben, also das Kraut da oben vorhin schon gehangen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das Ganze hier vor der Tür gerade noch gehangen hat. Interessant. Very interessant. Sag mal, sahen die Statuetten, whatever, nicht vorhin auch noch anders aus? Ist schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Außerdem haben die sich hier gerade ziemlich zusammengetan. Kann es sein? Die standen vorhin noch ein bisschen andersrum. Andersrum. Du bist umgefallen. Okay, das heißt, ich muss hier durch. Frechheit eigentlich. Ist ja widerlich. Außerdem höre ich Frösche. Oder Kröten. Und hier unten ist ja einfach mal Sumpf. Okay. Halt. Nee, was? Ich wollte gerade sagen, jetzt haben die sich bewegt. Ich hoffe nicht, dass die sich bewegen. Sollen die mal schön gefälligst lassen. Hallo, ausgestopfter Bär und nicht ausgestopfte Krähen. Was ist denn hier los? Und das war... Das... Bleib, was? Was ist mit ihr los? Sitz am besten noch. Nicht bleib. Okay, jetzt hat sich hier oben aber was getan. Jetzt ist hier eine Statue mit umgefallen. Okay, wir sollen und oder können nicht mehr zurück. Schön, und unten wartet das Grauen. Na, herzlichen Glückwunsch. Das war kein Alligator. Also so kurz, wie ich es auch gesehen habe, sah nicht nach einem Alligator aus. Wollen wir es nochmal probieren? Nee, okay, sie möchte es nicht nochmal probieren. Das alles nur, um einen Brief einzuwerfen. Ja, ohne Scheiß, du musst ja mal leben, wenn sie zum Frühstück gehen will. So, hier haben wir den Bären und jetzt kommt die tatsächlich für diese Demo tatsächlich negativ bewerteste Aktion. Also von Spielern als Feedback, ja. Wir haben ein Quicktime-Event. Wir müssen den Bär drücken. Das fanden die meisten Spieler scheiße, dass die hier ganz schnell B drücken mussten. Ohne Mist, das wurde negativ bewertet. Das ist so 2000er, kam dann. Ja. Ich meine, sowas geht ja immer noch. Im Vergleich zu richtigen Quicktime-Events, ja, dass man einfach eine gewisse... Es gibt immer was zu meckern. Dass es eine gewisse Anstrengung erfordert, halt den Bären umzuschütten, wollte ich gerade sagen. Um zu kicken. Ja. Und dass das dadurch mit dem schnellen Tastendrücken symbolisiert wird. Und das finde ich immer noch ganz gut. Besser als wirklich diese Quicktime-Events, wo man sich nicht auf irgendwas konzentrieren kann. Oh! Frechheit. Dass man sich nicht auf die Handlung konzentrieren kann, auf das Geschehen konzentrieren kann, sondern einfach bloß die ganze Zeit erwartet, dass man Tasten drücken muss. Das finde ich wieder schlimmer als das hier. Okay, wir sind in der Lobby angekommen. Okay. Alter. Oh, die hauen hinten noch gegen die Tür. Kann ich noch aufmachen? anscheinend nicht. Okay, ist gut. So, hier ist was. Oh, wir haben hier einen Tatort. Hier hat jemand einen Mord an einer Pflanze begangen und wollte sie dann auch noch wegkehren. Dann hat er aber vergessen, was er machen wollte und ist weggerannt. Okay. Sie wirkt sehr beruhigt und gesetzt dazu, dass jemand einen portablen Sumpf in die Lobby gepackt hat, ne? Finde ich ja. Mit irgendwelchen Abscheulichkeiten, die sie gejagt haben. Irgendwas hat gerade Quietsch gemacht.
Hier ist eine Melone am Fuß des Dinges und wir können die Tasche. Wir können mit der Tasche rumfriemeln. Ich finde das cool, dass hier so viele Sachen an Anführungszeichen interaktiv sind. Irgendwas scheppert hier auch die ganze Zeit. So ein wenig keramisch. Wenn wir hier gegen den Tisch eiern. Jetzt hat es aber aufgehört. Okay. Wir haben ein Radio. Und auch hier wieder. Ja, mit einem Kabel dran. A little night music. Schön. Ich nehme mal an, wir sollen hier den Brief abgeben. Ich gucke gerade nochmal, was und ob wir hier machen können. Nein, wir brauchen hier einen Schlüssel. Okay, ich wohl zu. Mehr sehen wir hier nicht. Okay, einzige Möglichkeit jetzt noch die Tür zum... Ich nehme mal an, das ist eine Art Foyer-Post am Dizzy. Wunderschönen guten Abend. Da war ein kleines Bäuerchen. Ach so. Mr. Waits, Ihr Büro ist abgeschlossen. Was soll man denn machen? Kann ich ihn einfach hier hinlegen? Ach nee, wir krauchen direkt durch. Okay, na dann ist ja gut. Hat schon einen Vorteil, ein kleines Mädchen zu sein, ne? Noch keiner da. Sehr schön. Und das war's. Das war die teaserige Demo. Ja. Wo sich auch viele beschwert haben, dass sie so schrecklich kurz ist. Ja. Es ist gar keine richtige Demo. Die ist viel zu kurz. Und da ist der Brief, den sie anscheinend doch noch erfolgreich losgeschickt hat. Ich träumte, dass mein Onkel sich in der Attic hing. Dass wir zu spät waren. Das Haus sah anders aus, aber es war still called Dursetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Lasst uns zum Onkel gehen, ja. Also, Emily Hartwood ist die Linke. Ja, das ist die... Hartwood, offensichtlich eine Verwandte von der Kleinen, die wir gerade gespielt haben, die kleine Grace Hartwood. Ja. Soweit ich es in Erinnerung habe. Und ja, Detektiv Edward Carnby, gespielt von, oh Gott, dem Herrn von Dingens hier. Mann, Stranger Things, ne? Der Cop. Ja, das ist der Kollege, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Und der auch bei Black Widow den Red Guardian gespielt hat. Ich liebe diesen Schauspieler. Der sieht so ähnlich aus wie Gronk. Okay, ja, das war Grace in the Dark. Der sehr kurze 19 GB schwere Prolog, beziehungsweise der Teaser zu diesem Spiel. Ja. Und ja, dann musstet ihr euch die 19 GB nicht runterladen und konntet das mal soweit auch ein bisschen miterleben mit mir und mit euch und so weiter und so fort. Wie gefällt's euch? Während ich mal kurz auf den Pausen-Dingens schwenke, um das Spiel zu wechseln. So, warte mal. Machen wir hier mal richtig. Richtig Pause kurz. Also mit ohne, ich bleib trotzdem hier. Ach ja. So, also ich finde die sehr stimmig. Es wird rumgemeckert. Es wird so viel rumgemeckert in dem Forum über dieses Spiel. Das ist unglaublich. Ja. Von wegen zu kurz und zu viel Quicktime-Event und so. Und man sieht ja gar nicht richtig, worum es in dem Spiel geht und wo ist das Inventar. Ja, wird es hier gespielt, wäre dabei? Ich denke schon. Also tatsächlich fände ich es für euch, zum Beispiel für den Ajani, sehr fair, wenn ich mir dieses Alone in the Dark dann vornehme. Ja, weil ja das Ur-Alone in the Dark, wir haben es angespielt, ein relativ großes Stückchen, und dann irgendwie so ein bisschen fallen gelassen. Ne? Deswegen, mich würde es trotzdem auch interessieren, vor allen Dingen, ne? Bisschen zu wenig Pferde und zu kurze Laufwege. Zu wenig Pferde. Okay, das kann ich einfach mal zustimmen, ja. Gunther Jacqueline fehlt. Ja, die kommt ja gleich. So, jetzt kann ich das nämlich das Gamepad auch wieder schön wegpacken. Wunderbar. Ich
liebe es, dieses Gamepad wegzupacken. Ich bin Maus- und Tastaturkind. So. Okay, lasst mich mal ganz kurz das Spiel umdingsen, womit ich noch nicht begonnen habe, denn ich rede ja so gerne mit euch. So, in der Zwischenzeit, was wollte ich jetzt noch sagen? Diablo hatte ja schon gefragt, ne? Weiß ich nicht. Könnte man sich das vorstellen, das öfter zu spielen? Ich persönlich, also im Stream, weiß ich nicht, eventuell, an sich, ich weiß nicht, ob ich dann noch nach einer Zeit gut viel zu quatschen hätte, ne? Weil an sich ist es halt die ganze Zeit von A nach B latschen und Viecher so verkloppen und währenddessen die ganze Zeit über den eigenen Bild schwadronieren, ja, weiß ich nicht, ob das so interessant ist für Gestreame. Eventuell im Multiplayer. Oh Gott, jetzt habe ich mich völlig verschrieben. Warte mal, Oregon. Oregon Trail. Achso, Twitch findet jetzt schon wieder die Spiele nicht. Meine Güte. Haben wir zumindest schon mal das Ding jetzt gewechselt. So. Und weil es so schön war, nehmen wir nochmal dieses Lied. Damit mir hier keiner einschläft. Ich möchte schunkelnde Bierkrüge und so weiter sehen. Warte mal. Oregon. Oregon. Trail. Der findet die Spiele schon wieder nicht. Was ist denn mit Twitch heute schon wieder los? Hallo. Frechheit. So, Oregon. Können wir jetzt? Jetzt findet er Sachen. Okay, alles klar. Sehr schön. Meine Güte. Da da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Da. So, Oregon Trail. Wo ist es hin? Gerade habe ich es noch gesehen. Hier ist es. Okay, sehr schön. Alles klar. Ja, und hier auch gut hingeguckt und aufgepasst, denn, wie wir es auch bei dem letzten Teil gehabt hatten, ich darf es auf YouTube nicht zeigen, wegen Copyright-Gedöns, wegen der Musik. Ich meine, ich könnte auch die Musik im Spiel ausmachen, darauf habe ich aber keine Lust, weil ich die Musik schön finde. Und ich habe jetzt auch keine Alternative vorbereitet, fällt mir gerade so auf. Also von daher, ja, muss ich wohl damit leben. Also ihr könnt euch die Folge natürlich gerne hintendrein noch angucken, circa 2 bis 4 Wochen auf Twitch. Es wird ein Experiment. Mal gucken, ob das jetzt auch wieder halt auf YouTube nicht angezeigt werden darf oder so. Anyway, klick weg, klick an. Und das ist jetzt schon wieder herrlich laut. Super, Entschuldigung, daran habe ich nicht gedacht. Wir drehen runter. So, das ist ja immer noch so ein bisschen laut. Warte mal, jo. So ist, glaube ich, so ist annehmbar, ne? Sorry, ich hoffe, ich habe jetzt keinem die Ohren kaputt gemacht. Wir sind bei 15% insgesamt im Durchschnitt und ich habe völlig vergessen, also vorhin war irgendwo zum Wohl, ja, Katze, zum Wohl, jetzt mache ich auch. Lecker, gut. Ach ja, wo sind wir hier gewesen? Ich glaube, wir machen direkt den Oregon Trail weiter. Ne? Heute keine kleine Abkürzung, dafür haben wir tatsächlich zu wenig Zeit. Denn pünktlich um 20 Uhr, soweit ich es in Erinnerung habe, wird natürlich Ruby übernehmen. Und das möchte ich natürlich auch selber nicht verpassen, ja? Obwohl ich nicht weiß, was es da heute gibt. Aber kann ja nur spannend werden. Vielleicht muten die deine Mucke, wenn sie zu laut ist. So als Service. Das wäre ja sehr aufdringlich, der Service, muss ich ja sagen. Gut, klick. So, wo sind wir? Ich weiß es immer noch nicht. Wir gehen mal auf Fortsetzen. Irgendwo in Oregon. Es ist wirklich sehr lange her, dass wir dieses Spiel gespielt haben. Mindestens 3, wenn nicht 4, sogar 4 Wochen oder so. Wenn ich mich recht entsinne. So oder ähnlich. Ich guck mal gerade, kann ich mir hier eine Karte angucken? Ich kann mir hier eine Karte angucken. Wir sind in Fort Hall. Und das nächste ist Fort Boise oder so. Etappe 4 von 5. Sehr schön. In Fort Dingsbums, ich glaube, du hast auch schon alle ausgestattet und glauben, shoppen war sie auch schon hin. It's been a while. Ja, ich hätte ja heute früh mal reingucken können, wo wir gewesen sind. Aber nee, natürlich nicht. Tui Islands, die Bauminsel-Aussichtspunkte. Ja, natürlich, die 3 Inseln in dem Fall. Okay, gut. Das sieht ja soweit ganz interessant aus. Ansonsten, wie geht's unseren Leuten? Die sehen alle auch soweit fit aus. Hier ist unsere gute, beliebte Gunther Jacqueline, ja. Most Valuable Player, auf jeden Fall. Und unser... Ich muss hier erstmal wieder tatsächlich so ein bisschen reinkommen. Okay, wir haben einen dicken Kontrabass dabei. Wir haben...
was dabei für jemanden? Wir könnten wir mit Gelassenheit ausstatten? Wir könnten Gisela maxen mit Gelassenheit. Das wäre eigentlich nicht schlecht. So, dann haben wir nämlich hier auch so ein bisschen wegbekommen. Unser Wagen ist immer noch so ein bisschen beschädigt. Ja, bitte? Was ist denn, Dizzy? Wir können nichts beurteilen. Bild wäre hilfreich. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja, mein Gott. Das fällt aber auch früh auf. Ja, da ist das Bild. Danke, Dizzy, fürs Räuspern. Sehr schön. Wir sehen nichts hier. Rage Cat aus Discord einfügen. Ja, da. Schön. Viel habt ihr noch nicht verpasst. Ich gehe noch mal zur Karte. Fort Hall hier und Fort Boise hier hinten. Und unser nächster Anlaufpunkt ist erstmal die drei Insel-Aussichtspunkte. Ach Gott, jetzt juckt mir die Nase. Natürlich, warum ist das nicht eher passiert? Wir haben zweimal Kaffee. Ich habe jetzt schon die Gisela gemaxt mit der Gelassenheit hier. Wo ist sie denn jetzt hin? Hier unten. Sehr schön. Danke, danke nochmal, Dizzy. Mensch, das wäre mir jetzt, das war auch immer aufgefallen. Oh Gottes Willen. So, ja, wie gesagt, wir haben immer noch diese blöden Fischhäusen dabei, die keine Sau braucht. Genauso wie die 13 Würmer. Die halten sich gut, ne? Wir haben drei Mehl, ein paar Hartkekse und das war's auch schon mit dem Essen. Wir haben 55 Pfund Essen. Haben wir Geld da? Also irgendwie glaube ich, wir müssen noch mindestens ein bisschen Essen einkaufen. Oder so, lass uns doch mal gucken. Vorräte handeln. Die Felle behalte ich natürlich wieder, ne? Fallenkugeln, Radfett. Radfett war ja auch so schrecklich teuer, glaube ich, ne? Vier Radfett für, wir können es uns nicht leisten. Ganz einfach. Das müssen wir wohl mal überdenken. Okay, ich glaube, dann eiern wir einfach mal los, ne? Du verwechselst schon Gisela und Katze. Ja. Ja, die auch, ja. Wir sind alle vier Most Valuable Player. So, gut, genug geguckt, geredet haben wir mit allen. Oh, guck mal, Tante Rebecca. Wir reden einfach nochmal mit Tante Rebecca, weil es so schön war. Ich habe gehört, dass es hier Wildschafe geben soll. Wildschafe, kann man sich das vorstellen? Genug Wasser, aber kaum ein Stück Holz. Wildschafe geben soll, genug Wasser, aber kaum ein Stück Holz. Dem Himmel sei Dank für Fort Hall. Aber es tut mir wirklich leid, dass ich mich von meinem Cousin Miles und all den Leuten verabschieden muss, die nach Kalifornien fahren. Okay, Tante Rebecca möchte nicht nach Kalifornien. Sehr schade. Na gut, ein einziger Blick genügt und so weiter. Gut, wir machen los, wir fahren weiter. Dienstleistung brauchen wir nicht, alles klar. Voller Ruhe. Obwohl, halt, stopp, laden. Hier gibt es doch mindestens was zu essen, oder? Nahrung. Genau, wir können hier für 39 Tacken noch ein bisschen Mehl mitnehmen oder ein bisschen Schwein. Wollen wir ein bisschen Schwein haben? Ich glaube, wir können ein bisschen Schwein haben. California, here we come. Wir nehmen ein bisschen Schwein mit. Kostet ziemlich viel, muss ich sagen. Aber wir haben tatsächlich nur 55 Pfund. Das ist echt nicht viel. Ne? Und 200 Schwein dazu kann man mal machen. In den Einkaufswagen, Wagen ansehen und jetzt bezahlen. Ja, nicht auf Rechnung. So, sehr schön. Ich muss unbedingt was gegen diese verblödeten, kaputten Stellen im Wagen tun. Auf geht's. California, California, da geht es nicht hin. So, Tree Island, Aussichtspunkt. Here we go. Felle sammeln, ein Medizin dafür, Fleisch sammeln, gibt's Kaffee dafür. Sehr gut. Der letzte Ausblick über den Snake River vor dem Abstieg ins Flusstal. Wir sind gespannt. Das heißt, wir haben die Wüste hinter uns. Ich bin begeistert. Das war echt hart, stellenweise. So, und hier gibt es tatsächlich mal direkt ein Jagdgebiet. Na toll. Super. Felle sammeln sollen wir vor allen Dingen. Okay, hier gibt es verschiedene Jagd. Guck mal, hier gibt es Füchse zu jagen. Und hier gibt es Trash-Pandas zu jagen. Waschbären, siehst du. Ein Gebiet, das für seine Waschbären bekannt ist. Eine großartige Gelegenheit zum Jagen. Die guten Waschbärpelze. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Das heißt, wir können die erste erstmal auslassen. Soweit. Und hinten sind auch noch Fische. Das könnte man auch machen. Mal schauen. Erstmal Fragezeichen, wa? So, die Gruppe verlässt Fort Hall voller Angst. Eine der gefährlichsten Strecken des Weges liegt jetzt zwischen den Reisenden und Fort Boise. Ehrlich, sah gar nicht so gefährlich aus. Wahrscheinlich wegen der Waschbären. Und das ist der 20.07.1849. Die Luft ist klar. Der Himmel auch. Ja, und der Weg liegt vor uns.
Wir reisen stramm und sättigend. Und das ist auch ganz gut. So, denen geht's allen gut. Sehr schön. Zustand des Wagens. Minus 1. Das ist nicht so toll. Waschbären. Und ein lautes Knacken ertönt, als der Wagen über einen scharfen, schweren Felsen fährt. Während wir von Waschbären abgelenkt waren. Und hier sind unsere Klamotten sind aus dem Wagen gefallen. Das geht ja schon wieder gut los, ey. Ja. Eins der Räder wurde durch den Aufprall verzogen. Immer diese verzogenen Räder, ja. Niemand erzieht mehr Räder richtig. Das Rad kann repariert werden, was jedoch einige Zeit dauern wird. Das Rad vollständig auszutauschen wäre viel schneller. Das ist interessant. Wir haben leider, haben wir ein Rad zum Austauschen. Hat mal irgendjemand ein Rad für mich? wir haben kein Rad. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist ja schon wieder schrecklich. Gut, dass wir Schwein gekauft haben, ne? Meine Güte. Ey, ich bin gerade, wir sind 5 Meter rausgeeiert. Jetzt mal ohne Scheiß. Ordentlich kaputt, nur wegen dem Scheißrad. Wir haben mindestens 2-3 Strecken, mindestens 2-3 Streckenabschnitte, da hatten wir ein Rad dabei. Jetzt haben wir keins, ja. Ich glaube, du pausierst und reparierst. Ich nehme auch an, ne? Richtig. Das Problem ist, ich muss trotzdem erstmal die ganze Scheiße wieder reinordnen. Wir bekommen das Schwein nicht rein. Der Kontrabass ist im Weg. Warte mal. Also hier, guck mal, hier. Guck mal, Digga, hier, Digga. Nee, das geht noch nicht. Hier, da, so. Jetzt haben wir zumindest erstmal schon wieder alles drinne. Ja? Und ich glaube, ein Kaffee wäre jetzt das Richtige für die ganze Bande. Tö, Schwein, Tö, Klamotten, Tö, Zeit. Nee, alles gut. Alles gut. Mal raus hier. Und ja, wir reparieren natürlich. Geht ja nicht anders. Wir haben kein Wagenrad. So, wer soll versuchen, das Rad zu reparieren? Wer ist am besten am Reparieren? Gisela. Gisela bringt es. Jacqueline kann ich. Los, Gisela. Nein, Gisela. 12 Stunden verloren und nicht gekonnt und Mist aber auch. Nach einem langen und ärgerlichen Kampf macht Gisela das Rad wieder flott. Achso, okay, dann ist ja gut. Sehr schön. Gisi, mach das. Ja, Gisi, easy. Easy, Gisi. Ja, wie sieht's denn jetzt aus im Wagen? Schlimmer geworden? Nee, ne? Sieht gut aus. Naja, mehr oder weniger. Gut. Güter wäre besser, aber naja. Was für ein Ärgernis. Gott, das wird eine Energie im Keller. Warte mal. Halt, stopp. Kann ich mal bitte in meinen Wagen gucken? Wir müssen unbedingt einen Kaffee trinken. Gisela braucht Ausdauer. Jawohl, so geht das. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir auch wieder einen Platz frei, den wir noch nicht so wirklich brauchen. Aber immerhin. So, Waschbär. Geier. Oh, Tauben. Meine Güte, und da steht ein Typ rum. Beifußhuhn gesammelt. Revolver halt. Hallo, mein Name ist... nun, das ist nicht wichtig. Ich muss mich um meine Angelegenheit kümmern und meine Schießfähigkeiten verbessern. Lust auf eine Wette? Okay, Moment, ich guck mal gerade rein. Wer hat denn bei uns gute Schießfähigkeiten? Hier schießen 2. Schießen 2, schießen 1, schießen 2. Na super. Oh je. Lust auf eine Wette. Ich leihe dir die Kugeln, also musst du dich nicht darum kümmern. Ach gut, das ist okay. Die Herausforderung annehmen. Ja, wer steht als letztes hier? Ist quasi bestimmt die Herausforderung, ne? Ist aber nett, dass er uns dann die Kugeln sponsert. Höflich ablehnen. Nee, komm, wir machen mal. Das könnt ihr ja tatsächlich einfach mal Katze machen, wa? Also, wer von euch ist mutig genug, es mit mir aufzunehmen? Nimm an und lass Jay schießen. Warum Jay? Der hat schlechte Erfahrungen mit Revolvern und mit Kugeln, die ihm durch das Bein eiern. Ich sag auch Jay. Okay, dann nehmen wir halt Jay. Werde ich ja gerade voll überstimmt, ey. Aha. Wie viel bist du bereit zu riskieren? Wie viel sind wir bereit zu riskieren? Werte Damen und Herren. 10. Thomas ist 10 wert. Eigentlich nichts. Okay, nichts geht mehr. Nichts geht nicht, quasi. Dann nehmen wir mal 10, wa? So, das ist meine Zeit kaum wert, aber gut. Ja, was soll ich machen? In Ordnung, Partner. Ich habe da unten ein paar Ziele aufgestellt. Ich werde die Zeit im Blick behalten, Ziele genau auf, aber sei schnell. Wird ein Ziel verfehlt, ist alles vorbei. Zu langsam und es ist dasselbe. Ich fange an. Aha. Ja, ich würde gerne wissen, was ich drücken muss. Okay, der kann das, glaube ich. Treffer. Aha. Mach dich bereit.
Was? Achso, treffen. Ja, natürlich treffen. Was? Treffen? Achso, oder? Das ist ja eine interessante Aufgabe. Jeha! Jay hat's gebracht. Du schießt gut. Ich bin lieber auf deiner Seite. Hier hast du, was ich versprochen habe und danke für die Ablenkung. Das war ein interessantes, lustiges Auswahlmenü. Das erinnert mich an den, wo wir diesen Helpdesk machen durften. So, Fettuccine Western. Ach, guck an. Ah ja, siehst du, Italo Western, ne? Ich fahre über den Tree Island Aussichtspunkt nach The Dallas. Ich bin auf einer Art Jagd. Vielleicht sehen wir uns dort. Jay hat sein Schießen verbessert. Ach, guck an. Ja, Leseabzeichen gewonnen. Fleißbienchen. Apropos. Nö, geht eigentlich auch noch von der Energie her. So, sehr schön. Und 10 Dollar sie gewonnen. Sehr gut. Und du kannst mir eine weitere Chance geben, mein Geld zurückzugewinnen. Bis dann. Alles klar. Manchmal frage ich mich, warum die nicht einfach mit uns mitkommen. So, wir können übrigens weitergehen. Dankeschön. Neue Aufgabe begonnen. Immer mit der Ruhe. Sehr gut. Okay. John Taylor. Oh, guck an. 100 von 100. John Taylor. Müssen wir uns gleich mal angucken. Oh, hallo, sagt Jane. Oh, hallo Waschbären, sag ich. Und weiße Kühe, aber die interessieren uns nicht, die gehören uns nicht. Jay ist plus 3. Yeah. Und der Wagen? Der Wagen ist auch noch da. Ja. Und der Wagen zieht weiter. Es ist schön, so weit westlich freundliche Gesichter zu sehen. Ich hoffe, der Weg war nicht zu beschwerlich für euch. Nee, geht so. Also ist nicht Jane mit der kleinen, wie heißt sie gleich wieder? Quengel-Ellie? Ach nee, Mary, siehste. Ich fürchte, für uns war es eine mühselige Reise, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wieder mal. Und Mary ist an einer schrecklichen Krankheit erkrankt. Oh nein! Sie hustet auch die ganze Zeit. Falls du Zeit hast, könntest du vielleicht mit ihr reden. Sie hat dich sehr lieb gewonnen, seit wir uns das erste Mal getroffen haben. Oh nein, und jetzt ist sie krank. Die arme kleine Mary. Jane, ja. Was davon noch übrig ist vom Wagen? Mit Medizin anbieten. Natürlich, auf jeden Fall erstmal. Wir sprechen erstmal mit ihr, ne? Na, Kleine? Da, hockt er sich hin, weißt du? Mary ist ganz in der Nähe sichtlich erschöpft, ohne die jugendliche Energie, die sie vorher hatte. Als die Gruppe sich nähert, entweicht ein keuchender Husten aus ihrem kleinen Körper. Und da hinten war noch ein Waschbär. Hallo, alle zusammen. Mary hustet erneut. Kommst du zu meiner Geburtstagsparty? Ich werde bald 5, eventuell. Ich habe Papi gefragt, ob du kommen kannst, und er hat ja gesagt. Warum soll die Gruppe mit Mary sprechen? Worüber soll die Gruppe mit Mary sprechen? Ihr neues Zuhause, ihr Spielzeug, ihre Kleider, ihre unheilbare Krankheit, ihren Geburtstag. Ja, wie geht's denn mit deinem Zuhause? Obwohl, was wollen wir wissen? Na, Kleine, was hast denn da an? Klingt ein bisschen falsch, ne? Sie hat kein sichtbares Spielzeug, also auch das wäre wahrscheinlich eine Finte, ne, von wegen... Welches Spielzeug? Ich habe gar kein Spielzeug. Oh. Sind wir hier die Make-A-Wish Foundation für kranke Kinder? wir reden natürlich über ihren Geburtstag. Ja. Freust du dich auf deinen Geburtstag, Mary? 5 Jahre ist ein aufregendes Alter. Schon so erwachsen. Ja, wenn ich 5 bin, falls ich 5 bin, bin ich viel älter. Dann kann ich Papi beim Tragen und Mami beim Kochen helfen. Aha. Ja. Mary sieht sehr stolz aus. Ja. Stolz und so. Kommst du zu meiner Geburtstagsfeier? Ich werde bald 5. Ja, das hatten wir schon. Okay, wir können mehrere Themen abgrasen. Das heißt, wir müssen uns nicht entscheiden. Darüber hatte ich jetzt ein bisschen Sorge. Euer neues Zuhause. Freust du dich darauf, nach Oregon zu reisen, Mary? Zu reisen, Mary? Ich habe gehört, dass es ein schöner Ort zum Leben ist. Zum Leben. Nicht zum Kranksein. Dann bekomme ich auch in die andere Krankheit, nicht nur Kinderkrankheiten. Ja, ohne Mist, dann bekomme ich Erwachsenenkrankheiten, wie diese wohlgeschätzten Pocken und so, ne? Wusstest du, dass wir uns auch dort niederlassen werden? Ach so, ich dachte, wir wollen bloß Kippen holen. Ach, wir wollen da wohnen? Deswegen bin ich eigentlich nicht mitgekommen. ich weiß nicht viel darüber, aber wenn du auch dorthin gehst, dann ist es wohl in Ordnung. Ich vermisse allerdings immer noch mein altes Zuhause. Röchel, röchel, räusper, räusper, keuch, keuch, hust, hust. Kommst du zu meiner Geburtstag? Ja. Spielzeug. Mit welchem Spielzeug spielst du gerne, Mary? Ich hatte früher ein kleines Holzpferd, als ich klein war. Ein kleines Holzpferd, als ich klein war. Nicht ein großes, ja. Wir sind doch nicht der Lieferant, ja. Lass uns raten. Abgebrannt. Ich mag Puppen. Ich hatte mal eine, die hieß Sally, aber ich habe sie verloren. Oh. Vielleicht bekomme ich ja eine neue Puppe zum Geburtstag. Das ist die Gelegenheit, weißt du? Das ist die Gelegenheit für die Eltern zu sagen, ja, du bekommst die schönste Puppe der Welt, wenn du Geburtstag hast.
Mary sieht aufgeregt aus. Alles okay, 3 von 4. Ah, Mary hat einen weiteren Hustenanfall. So, schenke ihr die Puppen aus Alone in the Dark. Ja, alle. Medizin anbieten. Ja, wir haben Medizin. Wollen wir der Kleinen Medizin anbieten? Ja oder nein? Frage an die Gruppe. Also ich bin mir sowas natürlich immer der Hufflepuff und sage dafür, oh, hier ist noch ein Waschbär. Mein Waschbär. Die kommen alle hinten in den Wagen rein. Bieten wir ihr Medizin an oder nicht? Entscheiden Sie sich jetzt. Nein, das machen wir heute natürlich nicht bei jeder Entscheidung. Nicht, dass sie so eine Jacqueline-Aktion abzieht. Das wär's ja. Ja, danke, dass ihr mich geheilt habt. Tschüss, Mami und Daddy. Ich hab keine Lust mehr. Ich gehe nach Hause. Auf der anderen Seite schenken wir ihr noch ein paar Tage. Ja, ne? Klar, wir wollen ihre anderen Krankheit noch mitbekommen. Oh mein Gott, okay. Also, natürlich, wir bieten ihr Medizin an. Ja, freuen Mutes gehen wir in unser Lager. Ach nee, jetzt, diese Katze. Katze überbringt. Die haben die gleichen Klamotten an, die mögen sich bestimmt. -1 Medizin. Die haben die kompletten gleichen Klamotten an, fällt mir gerade so auf. Das ist wirklich sehr gütig von dir. Ich weiß nicht, wie ich dir dafür danken soll. Richtig, ich weiß auch nicht, wie du das wieder gut machen sollst. Ich hoffe nur, es ist genug, um das Fieber von Mary zu behandeln. Mit etwas Glück werden wir uns in Oregon wiedersehen. Ja. Ach ja, haben wir auch Placebo? Leider nein. Das wäre dann der Kaffee gewesen, aber der ist für uns. Hier, Mary, hast einen gesunden Schluck medizinischen Kaffee. So, na gut, schönen Tag noch. Ja, wir haben tatsächlich einmal am Anfang nicht mit Mary gesprochen und kriegen deswegen leider wahrscheinlich nicht die Errungenschaft, dass wir 4 von 4 Mal mit ihr gesprochen haben. Da ist ein Fluss, Mary reinwerfen, dann sinkt das Fieber bestimmt. Mit Mary in dem Fall, ja. Der angenehme Duft von gebratenem Knoblauch, und Zwiebeln erreicht die Gruppe lange vor dem Licht des Feuers. Welches Feuer? Achso, das da hinten. Dieser Lagerplatz scheint alles zu haben, was man zur Vorbereitung des Abendessen braucht, sowie um die Gesundheit wiederherzustellen. Wir sind relativ gesund, wir sind auch ganz gut genährt, muss ich sagen. Ja. Es ist ein Lagerplatz kochen, ne, brauchen wir halt nicht, ne? Deswegen, also wir machen einfach mal weiter. Der Wagen fährt am Lagerplatz vorbei. Wusch. So. Achso, das war jetzt hier letzten Endes das Ereignis, was wir noch nicht hatten vorher. So, nächstes Fragezeichen, weiter geht's. Achso, Mist, warte mal. Moment. Einmal noch kurz hier reingucken. Wir haben ja was freigeschaltet. Mehrere Sachen sogar. Jetzt mal nicht überfordert sein hier. Wir haben Forts auf dem Weg. Haha, Forts auf dem Weg, Entschuldigung. Fort Hall, Entdecker Fort Hall, in der Nähe des Snake River gelegen war Fort Hall, ein immens wichtiger Handelsposten, vielleicht am bekanntesten als Ausgangspunkt von Marcus Whitmans ersten Wagenzug. Wer kennt ihn nicht? Jetzt nicht die Hände heben, passt schon. US-Politiker, 1 von 4. Das ist ja das interessanteste Thema der Welt. John Taylor, beende 100 Ereignisse. Ach, guck an. John Taylor war von 1841 bis 1845 Präsident der Vereinigten Staaten und wurde nach dem verfrühten Tod seines Vorgängers vereidigt. Taylor handelte einen Vertrag mit Großbritannien aus, der die Grenzen von Oregon festlegte. Okay, und der wievielte Präsident war das dann in dem Fall? Das dürfte ja gar nicht so lang sein. Der 10. vielleicht oder der 15.? Irgendwie so, ne? Lach nicht, aber ich schlage tatsächlich die Orte nach. Die meisten gibt es alle noch. Natürlich, gehe ich auch davon aus. Also die kleiner geworden sind die wahrscheinlich nicht, außer wirklich so eine Forts, die einfach von Indianern überrannt wurden, aber das waren dann eher die unwichtigen, wo die Kavallerie sich halt nicht für den interessiert hat, nehme ich mal an. Ne? Also die Kavallerie war ja halt auch staatsgefördert in dem Fall und die haben halt nur auf Sinne des Staates gehandelt, wenn das irgendwas Wichtiges war. Ne? Glaube ich mal irgendwo gelesen zu haben, wahrscheinlich in einem Lucky Luke Comic. Aus vielen Forts wurden Städte, die anderen sind Gedenksteine oder eher Museen. Ja, mindestens das ungefähr geschätzt, wo die letzten gestorben sind. Ja. So, und ansonsten haben wir hier einmal natürlich zerbrechliches Denkmal. Halt, jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Wir trafen uns wieder mit der kleinen Mary und der Familie, das arme Mädchen ist krank, also haben wir ein bisschen mit ihr gesprochen und ihr Medizin gegeben. Das wollen wir ja mal nicht. Unter den Teppich kehren. Ein namenloser Revolverheld forderte uns zu einem Wettkampf im Schnellschießen heraus. Wir gewannen einen $10. Wir sehen ihn vielleicht wieder. Vielleicht. Der hat seinen Teppich immer dabei. Dieser nette modische Fransenteppich. Unglaublich. So, okay, weiter geht's.
So, alle mal minus 1 Hygiene, warum auch immer. Hier ist ein Fluss, hallo Stinktier. Achso, deswegen. Fleckenskunke, Entschuldigung, mein Fehler. Wie immer. Ach, siehste. Sie, alle ausziehen, es regnet. Dicke Wolken ziehen schnell auf und lassen bald darauf Regen fallen, der den Weg überflutet. Das ist jetzt nicht so, wie ich das mir gerne vorgestellt hätte. Unter dem strömenden Regen wird der Boden schnell nass und matschig. Die Gruppe stapft durch den klebrigen Schlamm. Dieses Erlebnis ist völlig entmutigend, schmutzig und die Gruppe fühlt sich langsam deprimiert und dreckig. Das dreckige, nicht ganze Dutzend. Gunther Jacqueline, kultiviert, ist angewidert vom Schlamm und Dreck, der ihre Kleidung bedeckt. Oh Gott, denen geht's ja nicht gut. Oh mein Gott. Nach einiger Zeit ist der Regen nach und der Boden beginnt zu trocknen. Die Gruppe kann weiterziehen. Wir sind die ganze Zeit durchgelaufen. Warte mal, ich will ganz kurz hier reingucken, wie es den Leuten jetzt geht. war klar, dass sie wieder meckert. Er ist halt kultiviert, ne? Hier, die Moral ist im Eimer. Das sollte sich eigentlich mit der Marschverpflegung soweit wieder geben nach einer Weile. Aber sie ist halt wirklich im Keller, die Moral bei ihr. Und das ist nicht gut. Sonst wird sie wieder stinkig. Haben wir noch eine Mundharmonika dabei? Wir haben leider nichts dabei, was die Laune hebt. Schade eigentlich. Ansonsten, ja gut, Kaffee und Medizin. Hatten wir nicht vorhin schon zwei Medizin? Irgendwie haben wir jetzt zwar ein Medizin abgegeben, aber trotzdem haben wir noch zwei. Seltsam. Ne gut, da können wir tatsächlich für Jacqueline nichts tun. Wir können Klamotten verteilen. Hallo, hier, ihr seid zwar mies drauf, aber nehmt doch mal diese Klamotten. So, bei Jay geht's noch. Der ist noch nicht, der stinkt noch nicht genug. Und Katze, das geht auch noch, ja. Ich habe gerade an der Katze gerochen. Die riecht noch, das geht noch. Die riecht noch gut, ja, ja. So, ansonsten irgendwas? Nö, ne? Keiner irgendwie krank? Nee, alles gut. So. Ich stelle mir trotzdem die ganze Zeit vor, wie eine richtige Katze hier die ganze Zeit vorne wegstiefelt. Ja? Ohne Mist, so stelle ich mir das vor. So, die Jagd ist ideal für diejenigen, die bereits einige Zeit in der Wildnis verbracht haben. Sie erfordert eine gute Schießfertigkeit und die Fähigkeit, die Beute durch schwierige Umgebungen zu verwalten und so weiter. Wir haben immer noch 207 Pfund Fleisch, aber wir wollen ja die Herausforderung schaffen. Dazu müssen wir natürlich Pelz jagen. Das Interessante ist, dass wir... Ach schön, dann können wir hier jagen und können die Waschbären auslassen. Und dann hier zum richtigen Zeltlager gehen. Das wäre eigentlich auch noch ganz hilfreich. Ansonsten, wir könnten zum Dragoner auch gehen. Auch hier hätten wir noch ein Lager. Dann könnten wir tatsächlich das hier komplett umgehen. Ne? Was ist denn das hier eigentlich? Auf dem Pfad ein unscheinbarer Pfad. Ach so. Einfach nur ein unscheinbarer Pfad. Ich glaube, dann gehen wir hier unten lang. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Schön. Gut, dass wir verglichen haben. So, wer soll denn jagen? Der Jay natürlich. Der hat nämlich jetzt hier Oberwasser mit seinen Schießfertigkeiten. So, mache er sich auf den Weg. Jay untersucht die Jagdgründe vor sich. Er sieht so aus, als ob er ein paar Tiere finden kann. Zum Beispiel die zwei hier, die einfach schon auf dem Weg rumstehen. Ach ja, so. Na, dann wollen wir nochmal sehen. 3, 2, 1. Aha. Nummer 1. Der biegt gleich ab. Das wusste ich. Das habe ich gesehen. Der ist auf den Stein zugelaufen. Dich habe ich. Sehr schön. 40 Pfund Fleisch. Und Felle zu haben ist natürlich sowieso ganz gut, wenn eventuell noch eine Flussüberquerung kommt. Hallo Bison, du brauchst ja 2 Schuss, ne? Sehr schön, leg dich in den Dreck, du genauso. Und wir brauchen gar nicht so viel Fleisch, das ist interessanterweise kann ich heute anscheinend nicht daneben schießen. 160 Pfund Fleisch, sehr schön. Wie viel davon kriegt dann jetzt nach Hause geschleppert? Minus 9 Kugeln, sehr schön. Minus 1 Ausdauer ist okay. Und dann war kurz mein Netzwerk. Nein, wir haben erfolgreich geschossen, Tom. Jay schafft es, 160 Pfund Fleisch zu jagen, aber er hat nur genug Ausdauer, um 125 Pfund zum Wagen zu tragen. Das ist nicht so wild, nicht so schlimm. Jay kann einige Zeit damit verbringen, die Tiere zu häuten. Natürlich Felle halten, hier klar. Darum geht's ja. Jay gelingt es, einige Felle zu erhalten, doch ohne ein Messer. Bla bla bla, Messer, harter Winter und so weiter. Haben wir noch nicht, brauchen wir noch nicht. Gut. Achso, 0 von 3 Fällen gesammelt. Wie viele Fälle haben wir jetzt gesammelt? Das waren noch mindestens 3. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viele es waren. Fleisch, ja. Wir haben zu wenig Platz. Wir haben zu wenig Platz, um das Fleisch mitzunehmen. Weil dieser verdammte Wagen viel zu kaputt ist. Wir können das Mehl wegschmeißen. Komm, wir schmeißen 3 Mehl weg.
Wir hätten auch schon längst hier die Kekse wegschmeißen können, ehrlich gesagt, ne? Irgendwie, man müsste priorisieren können, was zuerst gegessen wird, ehrlich gesagt, ne? Fällt alles durch den Schweizer Käse, den du Wagen nennst. Naja, Hauptsache hat Räder dran. Ein Schweizer Käserad. Ja, ich kenne den Witz. Ich wusste, dass er kommt. Egal. So, haben wir. Dann, wie gesagt, runter zu den Dragonern. Hier hinreisen, jawohl. Ja, drei Mehl, lassen wir weg. Wegwerfen, passt schon. Schönen Tag noch. Gut. Hatten wir nicht genug Fleisch? Hatten wir nicht genug Felle gesammelt? Hat irgendeiner aufgepasst, wie viele Felle wir jetzt gerade eingedingst haben? Nee, ne? Ich auch nicht. Oh mein Gott, Haufen Hamster. Die anderen. Weißt schon, die anderen Hamster. Da ist ein Hase. Jay erspäht einen verwundeten Hasen, der abseits des Weges im Gras humpelt. Ein schneller Schuss würde ihn von seinem Elend erlösen und außerdem für ein wenig Futter sorgen. Wer soll den Schuss abgeben? Sollen wir auf den armen, verwundeten Hasen schießen? Oder sollen wir ihn sich quälen lassen? Und so weiter. Hast es gerade aber abgehackt bekommen. Ich hab was abgehackt bekommen? Wer hat wen abgehackt bekommen? Jay soll. Erschieß ihn, okay? Wir brauchen noch gar kein Fleisch. Aber wir brauchen das Fell. Wenn wir das Fell eventuell bekommen können. Dann lassen wir mal Jay schießen, ha? Da. Jetzt geht der Schuss zwischen die Löffel. Kavutz, da liegt er am Dreck. Tut mir so leid. Jay, Moral minus 1. Frechheit und ein Fell. Aber wir haben ein Fell gesammelt. Der Schuss trifft den Hasen, beendet sein Leben schnell und schmerzlos. Die Gruppe sammelt das wenige Fleisch, das das Tier liefert. Und ein Fell. Sehr gut. Okay, der Winter naht in 114 Tagen. Da. Oh, ja, und da sind wir auch schon beim Dragoner angekommen. Was zur Hölle ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Chauncey Wood. Wer zum Teufel bist du? Warum unterbrichst du mich? Oh, warte, ihr seid die Reisenden, die dem Hauptmann dabei helfen, uns zusammenzusammeln. Richtig? Jay schießt immer schön an den Ohren der anderen vorbei. Was? Hier so schön drüber, ne? Aus dem Fell machen wir ein Geburtstagsgeschenk für Mary. Guck mal. Mein ausgestopfter Hase. Ja, genau. Wie bei Scrubs, der Hausmeister mit dem Pfefferspender. So. Ach, siehst du, guck mal. Felle gesammelt, Fleisch gesammelt. Sehr schön. Jetzt ist abgehakt. Alles klar. Sehr gut. Ich verrate euch etwas. Ich kann hier nicht weg, solange der Auftritt von Robert Birds, der Gladiator, nicht beendet ist. Aber unser Hauptdarsteller hat uns verlassen. Wenn einer von euch aushilft und die Rolle des Spartacus übernimmt, könnte ich mich dazu überreden lassen, mich der Brigade wieder anzuschließen. Okay. Wer soll den Spartacus spielen? Die Quests hier, ey. Herrlich. Guck, er hasst alles. Sehr schön. Jack oder Jay? Also Jacqueline soll den Spartacus spielen. Okay, wie sieht's denn mit deren Dingens aus? Sie ist sehr gut drauf, ne? Und wie gesagt, also sie hat zumindest schon mal wieder einen Moralpunkt bekommen. Ne? Gut so. Unsere Lady Jacqueline, ja? Wollen wir wirklich Lady Jacqueline nennen, ne? Das ist Jack da. Okay, das ist Spartacus. Okay, ja, machen wir so. Oh mein Gott, die freut sich aber richtig drüber. Oh mein Gott. Ausgezeichnet. Ich habe eine Kopie des Drehbuchs hier. Du spielst die Rolle des Spartacus und brauchst dir nur diese eine diese Zeilen und Aktionen zu merken. Sag Bescheid, wenn du bereit bist für den Auftritt. Der Vorhang fällt. Drehbuch ansehen. Natürlich Drehbuch ansehen. Also gut, lass uns das Drehbuch ansehen. Du brauchst dir nur diese paar Zeilen zu merken und der Rest wird ganz von alleine kommen. Aha. Zuerst wird Brachius ein paar Zeilen sagen und Lentulus sagt dann zu Spartacus, also dir, dass er auch etwas sagen soll. Du fragst, sind es 1000 Meilen bis nach Thrakien? Sind es 1000 Meilen bis nach Thrakien? Unser nächstes Hauptszene findet statt, nachdem Spartacus, also du, Krixus, in der Schlacht besiegt hat. Florus wird Spartacus für seine Fähigkeiten loben, der erwidert, welch Erniedrigung, es macht nichts. Ich habe geschworen, dass ich ein Verabscheuter bin. Wo hast du meine Frau hingebracht? Es war abgemacht, dass wir nicht getrennt werden. Das Outfit von ihr. Ja, okay, ich habe die erste Zeile schon wieder vergessen, aber ist ja egal. Wird schon YOLO und so, ne? Theater muss weitergehen. Alles verstanden? Ich weiß, es ist einiges, aber wenn dich die Leidenschaft auf der Bühne mitreißt, kommt alles von allein. Als nächstes kommt der große Sklavenaufstand und Spartacus aufruft zum Handeln. Hier schreit er,
Sklaven, erhebt euch, es ist eure Stunde, tötet und verschont niemanden fort. Für Zorn und Freiheit, Freiheit für die Sklaven, Freiheit und Rache. Okay, wir sind fast fertig. Hab Geduld mit mir. Ich weiß, es ist viel zu verarbeiten, aber das ist die Besonderheit des Theaters. Wenn er halt einfach die Fresse halten würde und uns die Zeilen gibt, na, dann müsste ich mir den ganzen Blödsinn im Zwischendrin nicht merken. Als nächstes kommt die große Kampfszene mit Lentulus, dem einstigen Bezwinger von Spartacus. Oh nein, eine Sterbeszene. Sich den Text zu merken ist hier nicht so wichtig. Ach so, na dann. Der Schauspieler, der Lentulus spielt, ist ein unglaublich geschickter Schwertkämpfer. Alles, was du tun musst, ist, seinen blitzschnellen Angriffen standzuhalten und im Kampf überzeugend aussehen zu lassen. Okay, der Text ist nicht so wichtig. Endlich hat Spartacus, das bist du, vergiss das nicht, Crassus besiegt und steht über ihm, während Julia um sein Leben fleht. Spartacus sagt also, stört euch nicht am Sturm, es erwarten uns grüne Täler in unserem Berg. Setzt die Segel, wir werden bald in Thrakien sein. Sag es perfekt für die Rolle, ja. Das ist ungefähr das Wesentliche. Erinnerst du dich einfach an diese Schlüsselzeilen und der Rest wird von selbst kommen. Willst du deinen Text noch einmal durchgehen oder reicht es dir? Es reicht mir jetzt schon, ja, hervorragend fällt. Sehr gut, die Show kann beginnen. Habt ihr euch auch den Text gemerkt? Ich nämlich nicht. Ein Herkules, ein Mars. Was, du Schurke, warum lässt du dich so hängen? Warum bist du so mürrisch und starrsinnig? Kein Wort. Was kannst du nicht sprechen? Bringt mir eine Geißel, ich werde deine Zunge lösen. Sprach Brachius. Um Gottes Willen. Komm, Kerl, sieh hinauf, sprich, zeig dich. Sind es 1000 Thrakien? Okay, Thrakien, nicht Oregon. Sind es 1000 Meilen bis nach Thrakien? Okay, wir brauchen bloß Stichwörter, sehr schön. Was, du Narr, kommst mir immer noch mit Thrakien? Es ist so weit weg, du wirst es nie mehr sehen. Okay, Szenenwechsel. Okay, du hast gut gespielt und Krixus fair besiegt. Trage diese Geschicklichkeit in die Arena und du wirst große Ehre erlangen. Welche Erniedrigung, ganz gleich. Meine Frau, mein Schwert, mein Bruder. Was? Oh, meine Frau. Ja, genau. Wohin hast du meine Frau gebracht? Es war Bedingung, dass du uns nicht trennen wirst. Gottes Willen. Sie ist ganz in der Nähe untergebracht. Nach dem Kampf wirst du sie sehen. Okay, Szenenwechsel. Später am Tag. Nicht einen Augenblick. Was? Sollen unsere Vorstellungen etwa darauf warten, bis unsere niedrigen Sklaven Zeit haben? Blas die Trompeten, welch Verrat, ruf die Soldaten herbei, sagt Crassus. Ich muss mal kurz ein Bäuerchen rauslassen, das ist ja schrecklich gerade, diese Aufregung hier. Wie das Publikum applaudiert, ja? Vor allem, wo die alle herkommen plötzlich. Okay, Freiheit für die Gladiatoren. Okay, wir sollen geschickt abwehren. Auf den Text kommt es nicht an. Tod all ihren Herren. Verrat. Tod den römischen Teufeln. Gerechtigkeit, Souveränität, Rache. Scheiße, was war es gewesen? Gerechtigkeit. Freiheit für Sklaven, Freiheit und Gerechtigkeit. Ich glaube, das war falsch. Fuck. Naja. Freiheit und Gerechtigkeit ist doch auch wichtig. Mensch. Souveränität, war das wirklich Souveränität? Siehe, der blutige Häuptling, nun nimm das, Schurke. Mörderischer Unhold, du führtest die Bande, die meine Frau und meine Jungen tötet sie alle. Oh mein Gott, er hat das Schwert fallen gelassen. Wehre dich, stell dich tot. Wir stellen uns tot. Oh. Nur kämpfen, ja. Ah, Sieg! Ich glaube, wir sollten uns wehren, ne? Ja. Der Kampf sah doch sehr echt aus. Ich weiß gar nicht, was los ist. Sieg! Crassus, du stirbst. Ich kenne dich gut. Römer sind Schwächlinge, keine Gefangene, nichts als Blut. Warum sollte es jetzt Nacht werden? Was? Ach so, jetzt gibt er um. Alles klar. Oh, lieber Onkel, töte ihn nicht. Verschone ihn, er schenkte mir das Leben. Ach, er stirbt. Achtet nicht auf den Sturm in Thrakien. Da ist wieder Thrakien, ja. Wir werden bald in Thrakien sein. Danke. So, sie gehen ab.
Gut gemacht. Oh mein Gott, trotzdem gut gemacht. Ich verstehe, dass du nicht viel Zeit hattest, den Text zu lernen, aber du hast dich bewundernswert geschlagen. Nimm dieses kleine Geschenk von mir, diese Dragonermedaille und dieses Taschengeld von $25. Nun gut, eine Abmachung ist schließlich eine Abmachung. Ich werde nach Tree Island Aussichtspunkt gehen und versuchen, mich mit dem Hauptmann zu treffen. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder. Jacqueline ist halt keine Meryl Streep. Nee, definitiv nicht. Okay, trotzdem erledigt. Trostpreis, eine Dragonermedaille. Sehr gut. Und als nächstes, ja, tatsächlich zum Lagerfeuer. Und dann werden wir da, glaube ich, aber auch mal ausruhen. Okay, der Wagen verschleißt. Nein, wir haben Kräuter verloren. Umpacken. Oh mein Gott. Das kriegen wir gerade noch so rein hier. Das ist ja furchtbar. Achso, wir haben natürlich hier wieder, das werden wir gleich mal abarbeiten, einen weiteren Dragoner geholfen und gerettet und auf den Weg, auf den richtigen Weg gebracht. So, weiter geht's. Reparier endlich Wagen. Ich habe nichts zum Reparieren. Das ist ja das Problem. Sonst, hallo Falter. Hund gestreifte Zikade, dankeschön. So, oh mein Gott, die Energie. Siehst du, die Energie ist schon ein bisschen im Keller, ne? Das heißt, nach diesen Kräutersammelaktionen hier werden wir wohl ausruhen. Und das war eine super Strategie. Mohn kann zu Laudanum verarbeitet werden und so weiter. Dann verarbeiten wir das natürlich. Achso, die gehen alle diesmal. Das ist ja cool. Oh mein Gott, Synchronpflücken. Gisela ist erschöpft. Nein, Gisela ist erschöpft. Oh Gott. Die Gruppe macht sich an die Arbeit, die Blumen zu ernten und zu verarbeiten. Nach vielen Stunden ist die Arbeit erledigt mit einer Reihe von medizinischen Tinkturen als hart erkämpftes Ergebnis. Und Gisela ist erschöpft. Toll. Ja, wir sind ja gleich da. Wir sind gleich da. Wollen wir noch einen Kaffee trinken? Ich glaube, wir könnten noch einen Kaffee trinken. Und die können alle einen Kaffee gebrauchen hier. Eigentlich. Wir kriegen ja sowieso Bohnen als Belohnung, ne? So, hier. Damit mir ja keiner schlapp macht. Gut. Weiter geht's. Kaffee. Gruppe geht's gut. Katze geht's gut. Alles gut. Jay geht im Kreis und hebt immer wieder dasselbe Kraut auf, das hinten aus dem Wagen wieder verliert. Bis zum Sonnenuntergang. Ja, bisschen. Wer keine Arbeit hat, schafft sich welche. So, noch 35 Meilen müssen sie durch, halt mit Satui Island, aber zwischendurch, wie gesagt, einmal ausharren. Krähe gesichtet und ein Lager gesichtet. Sehr gut. So gefällt mir das. Sie haben hier Kuhfelle aufgehangen. Interessant, ich sehe gar keine Kühe. Ja, warum wohl? Mehrere Reisende packen ihre Sachen aus und tuscheln aufgeregt am Lagerfeuer. Dies scheint ein beliebter Campingplatz zu sein für Geschichten und so weiter und so fort. Wir errichten ein Lager. Hocken uns hin und nein, wir erzählen. Wir können uns nur Geschichten austauschen oder in die Sterne oder die Sterne ansehen. Und hä? Irgendwie fehlt mir die Option ausruhen an sich noch, ne? Hier geht es doch wieder mit bis in die Nacht Geschichten erzählen, ne? Achso, nee, die Gruppe kann sich eine neue Geschichte anhören oder selbst eine bereits eine erzählen, um im Gegenzug neue Vorräte zu halten. Wir hören uns mal eine an, dann haben wir mal wieder eine. Okay, Geschichtenerzähler. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie sich ein Fisch mitten im Winter warm halten kann? Nun, die Pelzforelle hat eine Lösung gefunden. Die Pelzforelle. Wie der Name schon sagt, hat sie ein dickes weißes Fell, das sie selbst im hohen Norden, wo die Seen völlig zugefroren sind, wärmt. Vielleicht hast du sogar Glück und fängst einen Forelle. Ich habe gehört, dass man sie sogar im Arkansas River finden kann. Ich selbst habe noch keinen gefangen, aber ich habe einen ausgestopften aufgehängt gesehen. Mhm. Er sah genauso aus, wie ich ihn dir beschrieben habe. Ich wollte es nicht glauben, bis ich ihn mit eigenen Augen gesehen habe. Die gute Pelzforelle. Ja. Es gibt noch eine andere Theorie darüber, wie die Pelzforelle entstanden ist. Angeblich wurden vor langer Zeit einige Krüge Haarwasser in einen Fluss geschüttet. Irgendein armer Fisch hat das Zeug geschluckt und bekam prompt ein Fell. Furry-Fisch. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, aber ich frage mich, was passieren würde, wenn man diese Forelle essen würde. Würde dir ein Pelz auf der Zunge wachsen? Naja, vor allen Dingen müsstest du dir erstmal rasieren wahrscheinlich. Hey. Hat sie einen Fahrradhelm auf? Die Pelzforelle? Oder meinst du sie? Also sie hat eine... Ich glaube, das ist ihre Frisur. Ja, ich gehe davon aus, es ist ihre Frisur. Ja, wir haben eine neue Geschichte. Während die Gruppe amüsiert die Geschichte des Erzählers lauscht, trocknen sie ihre frisch gewaschenen Kleider am warmen Feuer. Wir gewinnen Hygiene, dadurch, dass uns jemand eine Geschichte erzählt. Das musst du auch erstmal bringen. Die da. Das ist die da. Das ist, glaube ich, eine Pelzmütze. Oder wie gesagt, Haare.
ja, ihre Pelzforellenhaare. Wild West Sicherheitshelm. Okay. Sind wir auch ausgeruht? Nee. Irgendwie nicht, ne? Naja, es geht. Wir sind ausgeruht. Einigermaßen. Passt schon. Gisela ist immer noch erschöpft, obwohl wir eine Nacht gepennt haben. Hallo, Waschbär. Waschbär wurde gesichtet. Das grelle Summen der Moskitos erfüllt die Luft. Das Wasser in der Nähe muss wohl eine Brutstätte für Larven sein. Die Insekten verfolgen die Gruppe ständig und landen hunderte kleine Stiche. Und die Gruppe verliert an Hygiene. Natürlich. Waschbären, ganz viele Waschbären. So, aber so wirklich wenig Hygiene haben die eigentlich alle nicht, ne? Von daher absolut kein Problem. Noch 5 Meilen bis Free Island Aussichtspunkt. Und Gunther Jacqueline verliert an Ausdauer. Ist aber nicht weiter wild, weil keinen interessiert. So. Hat aber auch schlechte Laune so ein bisschen. Warum auch immer, ne? Es geht ihr doch gut. Was hat sie denn für ein Problem? Achso, ja, wir laufen stramm, ne? Deswegen verlieren die ganze Zeit Ausdauer. Naja, gut, aber wie ist denn Essen versättigend? Das ist ganz gut soweit. Ah, auch schöne Aussicht hier. Ankunft bei der Three Island Überfahrt. Oh ja, Überfahrt, da sind wir wieder. 29.07.1849. Ein kalter Wind weht vom Snake River, als sich die Gruppe nähert. Die Aussicht ist erstaunlich und eine ernüchternde Erinnerung daran, wie viele Meilen noch zurückgelegt werden müssen. Die sollen sich mal nicht so haben. Und jetzt sinken wir, ja. Jetzt sinkt für sie das Niveau. So, ja genau. Und wir haben den Kaffee bekommen. Das ist gut. Was war das andere, was wir bekommen haben? Ich habe nie aufgepasst. Medizin, glaube ich, ne? Irgendwie so. Wir haben auf jeden Fall jede Menge... Oh, hier liegt was ungünstig. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Medizin, jede Menge Sachen zum Tauschen. Wir haben ein scheiß volles Inventar. Hoffentlich kann hier jemand tauschen. Das wäre jetzt tatsächlich am hilfreichsten. Hat hier jemand... Die haben bloß ihr hässliches Radfett schon wieder. Alter, ich brauche einen Werkzeugkasten. Martha, wie geht's Batman? 1333 Hartkekse für 4 Radfett. Kann ich nicht ein Radfett haben, bitte? Wir feilschen erstmal. Der Jay richtet das. Hier, guck mal. So, Palim. Wie sieht's denn jetzt aus? Darf ich bitte dein Radfett haben? Ich kann immer noch nicht hier Radfett haben. Leck mich noch. Das müssen wir uns dann wohl mal überdenken. Hier, den Reiseführer können wir uns holen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Guck mal hierfür. Ja, natürlich willst du wieder meine Felle haben. Alter, weißt du, die 2 Sachen, die ich nicht tauschen will. Das. So, mach mal was Besseres draus. Immer noch nicht. Gut, komm, hier ein Medizin. Ah, für den Reiseführer. Ich meine, warte mal kurz. Brauchen wir den überhaupt? Der Reiseführer ist hier Wegfindung halt. Eine Katze könnte mexen. Quasi. Bei ihr wissen wir zum Beispiel noch nicht mal, ob sie heilkundig oder Schreiner oder wie ihre Einstellung ist. Diese Gunther Jacqueline hat sich aber auch die ganze Zeit rar gemacht, ne? Ja, tatsächlich. Dann holen wir uns den Reiseführer, dann mexen wir Katzes Wegfindung aus. Ja, machen wir so, ne? Außerdem kriegen wir nicht wirklich Platz mehr dazu, weil wir haben noch eine Medizinflasche. Aber es passt schon. So, ansonsten können wir uns leider nichts leisten, beziehungsweise wollen nichts weiter haben hier. So, Katze. Katze bekommt den Reiseführer. Das können wir jetzt nicht machen und der liegt aber trotzdem sehr ungünstig hier. Natürlich liegt der sehr ungünstig hier. Mit Jacqueline muss man ein Skillwort erst erfinden. Ja, Meckertante. Meckertante, voll ausgemaxt. Ich schmeiß gleich die Kekse weg, ey. Die nehmen hier einfach nur Platz weg. Gerade. Oder die Reuse. Jetzt mal ohne Scheiß, die Reuse brauchen wir eh nicht. Weg mit der Reuse, weg mit den Würmern. So, jetzt haben wir den Reiseführer hier oben. Das macht sich viel besser. Wir schleppen die ganze Zeit bloß rum. Auf Fischen habe ich eh keinen Bock. So, raus. Sehr gut. Und jetzt hier auch raus. Und dann gucken wir mal, was haben die Leute zu erzählen? Ganz wichtig, ne? Bildungsteflon. So, Erfahrungsassistent. Ach, je. Erfahrungsresistent. Entschuldigung, habe ich mich verlesen. So, wen haben wir denn hier? Andrew, Alan und George. Alle nicht wirklich wichtig, aber immerhin. Andrew, meine Güte. Ihr kommt den ganzen Weg von Independence, oder?
Nun, hier seid fast in Oregon. Nur noch eine äußerst anstrengende Flussüberquerung ist zu ertragen. Ich wünsche euch viel Glück. Die Flussüberquerung, nicht Übertragung. Die Flussüberquerung, dafür habe ich die Pfeile dabei. Jawohl. Die ganze Zeit ziele ich nur darauf, dass wir da sicher über den Fluss kommen. Ellen. Der Snake River ist eine üble Hürde, aber die vielen Inseln, die sich darin befinden, ermöglichen zumindest eine Pause zwischen den Überfahrten. Die Überfahrten. Ach du Scheiße. Na gut, drei Inseln, ne? Irgendwo muss dazwischen auch noch Wasser sein. Und George? Angeblich haben die Shoshonen diesen Ort nach dem Lachs benannt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wieso er als Snake River bekannt wurde. Vielleicht wegen seiner Form. Das ist durchaus sehr, sehr, sehr logisch, George. Die Shoshonen. Wisst ihr, daher kommen die Shonen-Comics, ne? Nicht. So, okay. Dann hätten wir das. Und ja, Handel hatten wir, Reden hatten wir, Ausruhen. Brauchen wir nicht großartig, ne? An sich. Können wir tatsächlich direkt losmachen. Ja. Ja, fahren wir los. Passt schon. Ach so, hier. Warte mal. Gleich, wenn wir raus sind, bekommt Katze ja einen Reiseführer. Gleich. Gleich noch. Ach so, jetzt können wir uns entscheiden. Three Island Überfahrt oder Snake River Ford? Also wäre es quasi hier... Also wir können es uns erstmal angucken. Eine Ansammlung von drei Inseln, die eine Reihe schmaler Kanäle zur Durchquerung bildet und nicht einen einzigen großen Fluss. Okay, 50 Meilen, vermeide die Ruhe. Dafür bekommen wir eine Mundharmonika. Ruby, wunderschönen guten Abend. Furz, was? Wunderschönen guten Abend hier, Ruby. Und ja, willkommen im Feierabend, nehme ich mal an. Also zumindest im offiziellen Feierabend. Nachher gibt es da noch ein bisschen Stream. Hoffe ich soweit. Und gehe ich davon aus natürlich, ne? Und so weiter und so fort. Vermeide ein gebrochenes Bein für 122 Mehl. Toll. Kann ich das bitte vermeiden, 122 Mehl aufgedrückt zu bekommen? Irgendeiner von uns muss sich ein Bein brechen. So. Achso, du hast mir gerade geschrieben. Oh, du hast mir so viel geschrieben. Nee, gut, das lese ich jetzt nicht. Meine Güte, später. Lies ruhig in Ruhe, ja. Nachher dann. Ich muss hier gerade streamen. Das mache ich nachher, ja. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber ich streame hier gerade. Hab nur deine Fragen beantwortet. Ja, alles gut. So. Okay, deswegen sage ich es ja. Ja, alles gut. Alles gut. Nachher, während du streamst, habe ich ja dann genug Zeit. Willst du uns vielleicht trotzdem schon erzählen, worauf wir uns dann nachher freuen können bei dir? Was es zum Streamen gibt? Und so. Ich kann mich nicht entscheiden. Beziehungsweise, wir gucken uns den Snake River mal an. Snake River Ford, der Snake River, der größte Nebenfluss des mächtigen Columbia, bietet eine Orientierungshilfe auf der Reise nach Westen, indem wir wahrscheinlich einfach flussabwärts treiben. Vermeide ein gebrochenes Bein. Schon wieder. Alle Charaktere müssen überleben. Oh, dafür kriegen wir $45. Das wäre es ja eigentlich, ne? Dürfen die Zuschauer entscheiden. Ach so, okay. Was ich für mich steht in der Nachricht. Ja, toll. Okay, Moment, ich guck mal ganz kurz rein. Einfach bergab rollen, ja. Sind aber fast alles kleine Spiele. Kleine Spiele und Demos. Auch da hast du nichts Genaueres reingeschrieben. Also, wir verlassen uns nachher auf die Zuschauer zu entscheiden, was Ruby heute Abend streamen wird. Sehr schön, wir sind gespannt. Unser Wagen macht das mit. Ist eine gute Frage, Tom. Wir werden sehen. Ich denke mal, alles, was verloren geht, ist weg. Ja, richtig, ja. Wird einfach liegen gelassen. Passt schon. Ich muss hier immer so viel entscheiden. Ja, Katze, du gehst ja auch vorne weg, ne? Okay, also pass auf. Snake River oder Snake River Ford, also quasi große Fahrt oder mehrere kleine Inseln. Wer möchte uns das entscheiden, bitte? Ach Gott, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe Oregon Trail so ein bisschen vermisst. Ne? Es ist ein echt unterhaltsames Spiel. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ja? Vor allen Dingen, wenn man es tatsächlich zu mehr spielt, macht es auch nochmal richtig noch ein bisschen mehr Spaß. In dem Sinne, weil man halt, also tatsächlich würde ich das empfehlen als Couch-Koop. Couch-Koop oder sowas oder vielleicht direkt im Voice-Chat mit insgesamt vier Leuten, ja, sodass wirklich jeder eine Rolle übernimmt. Und dann muss ich entschieden werden, wer macht was. Fände ich eigentlich schon interessant, ne?
Dann lad schon mal Bibi Tina Reitabenteuer runter, Ruby. Achso, nimm den Snake Forts. Okay, sorry, musste gerade Not evakuieren, Wespe direkt neben mir aufgetaucht. Schon wieder. Mach doch mal. Du musst unbedingt das Fenster zumachen, ja? Also, oder ein Schild dranhängen. Kein Eingang für Wespen und so. Es ist ja schrecklich bei euch. Also, ich habe die Fenster immer zu und alles andere, was offen ist, hat ein Fliegengitter davor. Außer die Tür im Flur, aber da ist ein Flur dran. Da sind meistens auch keine Wespen. Ja. Ich meinte auch schon, die hätten wenigstens mal klingeln können. Ja, ohne Mist, ne? Komm einfach ungefragt rein. Häng eine Krawatte vor die Tür. Ja. Mit Gitter dran, drin, dringend anbringen. Ja, ziemlich schmale Gitter. Ach so, wir haben uns übrigens vorhin die, ganz, ganz kurz am Anfang, die Alone in Dark Teaser-Dingsbums-Demo angeguckt. Ruby, falls du das noch nicht gemacht hast, kannst du gerne natürlich nachwiederholen. Ich wollte es bloß erwähnt haben, falls es interessant ist für dich, ne? Ja, gut. Und anscheinend haben wir uns auch schon entschieden, dass wir das dann irgendwann streamen, wenn es rauskommt. Ja. Da würde ich jetzt tatsächlich aber, wenn dich das Spiel interessiert, eventuell, wir könnten dann ja auswürfeln, wer es streamt. Oder so. Oder je nachdem. Also ich will mich da jetzt auch nicht vordrängeln, ja, was das angeht. Ne? Oder so. Gibt ja viele, die so gerne so ein bisschen horrorn wollen, ne? Ich spiele das nicht. Okay. Dann übernehme ich das. Schön. Gefällt mir. Gut. Wir nehmen den Snake River. Weil wir wollen unbedingt den Wagen absaufen sehen. Ich merke das schon. Also das Intro fand ich recht öde. Hab's auf YouTube gesehen. Achso, aber der Trailer war mir zu krass. Ach siehste. Gucke. Das ergibt doch ein schönes Mittelmaß. So, wir reisen hierhin auf jeden Fall. Na, das sieht ja unterhaltsam aus hier. Snake River Fort ist dann hier drüben. Okay, das sieht interessant. Das sieht schon sehr spannend aus. Wir haben die Reusen weggeschmissen, das heißt, wir gehen hier unten auf Jagd. Aber wir müssen nicht mal jagen. Wir haben ja eigentlich genug Felle und wir haben genug Proviant auch dabei. Achso, ich wollte mal einstellen, wir laufen konstant. Hier, seht ihr ja hier unten, ne? Das heißt, unsere Energie, wir machen Energie gut, anstatt Energie schlecht, ja, bla, ne, und so weiter. Ja, gehen wir mal hier lang. Nahrung, Pelze, Kugeln, aber... Da müssen wir eigentlich jagen? Ich weiß es gar nicht. Das Inventar ist zu voll. Ja, was denkst du, warum ich das weggeschmissen habe hier? So. Fischreusen und Köder weg. Gut so. Die Umgebung ist auch gerade sehr schön. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Hallo, wie schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Lust auf eine weitere Wette. Ich muss üben, damit ich eine familiäre Angelegenheit regeln kann. Denk dran, ich spiele nicht um niedrige Einsätze, du setzt also besser mindestens undefinierbare Variable. Dollar. was sieht weniger gefährlich aus? Wegen Beinbruch und so. Der Fluss wahrscheinlich, ne? Ja, schon wieder. Mach das nochmal. Ja, wir machen das nochmal. Wir hatten das vorhin schon mal gehabt, Ruby. Ja, und das hat sich als relativ einfach herausgestellt, ne? Die Herausforderung annehmen, natürlich. Du hast mich zwar schon mal geschlagen, aber diesmal werde ich es dir zeigen. Ja, zeig's mir, ja. Und dann mache ich es dir nach. Sag mal, sind die Fliegen hier direkt über Gunther Jacqueline? Oder sind die ganz allgemein hier? Stinkt sie so? Nee, sie riecht eigentlich ganz normal. okay, also Jay wird natürlich, ne? Oh, guck mal, mein Zwilling steht schon hier. Interessant. Wie viel bist du bereit zu wetten? Wollen wir mal 50 wetten? Oder wird es dadurch wird es wahrscheinlich schwerer, nehme ich mal an, ne? Oder wollen wir auf Nummer sicher gehen und 20 nehmen? Also 10 war schon ein bisschen einfach. Eine Frage in das Publikum. Also ich bin tatsächlich für die 20, um das direkt mal vorneweg zu sagen. Gebt euch einen Moment. Wir wollen dann undefined Geld. Ja, das mindestens. Das mindestens. 20. Tom ist für 20. Höre ich mehr oder weniger? Hau raus. Ja. Hören wir noch eine Meinung. Ansonsten würde ich jetzt sagen, 2, 1, 20 Dollar mittleres Risiko. Ja, genau, ne? Passt schon. Gut. 20. Mittelmaß. Alles gut. Klingt fair. 2, 1 Risiko. Ja, genau. Ich bin der Erpel, der die Nacht durchflattert. Eigentlich der Panda, aber naja. Und ich flatter auch nicht. Ich liege meistens zu Hause im Bett und penne in einer. Aber egal.
Ich bin der Panda, der die Nacht durchpennt. Das klingt nicht ganz so aufregend, aber es ist wahrer zumindest. Wo ist Zeitmütze? Ich glaube, sie ist eingeschlafen. Das kann durchaus passieren. Wäre nicht das erste Mal. Also, pssst. Okay. Letzte Wort waren Snakefords. Berühmte letzte Worte. Snakefords. Jetzt neu aufgenommen im Dictionary. Ja. Das ist. Okay. Das Spiel ist einfach. Stell dich zum Schießen auf, warte, bis George lossagt. Wenn du schießt, bevor George lossagt. Ach, scheiße, das wird wirklich schwieriger. Sag, oder wenn du zu lange brauchst, um zu schießen, hast du verloren. Es gibt 3 Runden. Oje. Wenn er lossagt. Okay, willst du, dass ich die Regeln nochmal erkläre? Nee, alles gut. Die waren ja jetzt nicht so kompliziert. Ich habe verstanden. Gut, ich bin zuerst dran. Mach mal. Entschuldigung. Achtung. Noch nicht. Ist das gemein. Schön drauf warten. Hust. Oh Gott. Der Affe. Los. Pauz. Getroffen hat er auch die Hose. Okay. Ist der gemein. Treffer. Mimimi, ich bin zuerst dran. Okay, Dose aufgestellt. Jetzt bin ich dran. Ich bin gespannt. Ich habe so einen losen Finger. Außerdem haben wir eine viel große Kavutze. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Noch nicht? Oh, das ist gemein. Fertig? Heißt das? Nee, das war nicht los, ne? Du bist ein bisschen zu eifrig. Du hast verloren. Scheiße. Fertig. Oh. Ich bin so doof. Wenn er los sagt, ja, ich war bereit. Ich hätte gerne den Schmetterling hier, aber egal. Tja, verkackt. Tja, das war echt nicht mit Absicht. Ich war mir nicht sicher und ich war unter Zugzwang. Danke für das Geld und dafür, dass du mich für eine Weile von meinen Problemen abgelenkt hast. Ich empfehle dir, deine Fähigkeiten zu verbessern. Der Unterschied zwischen Leben und Tod kann hier draußen schmaler als ein Mückenflügel sein. Yuki. Ja, schmaler als der Unterschied zwischen los und fertig. Danke. Wo ist denn der Kollege? Ich würde den gerne mal kurz sprechen wollen. Hm. Ich bin auf dem Weg nach Fort Boas und suche einen Mann, der vielleicht nicht will, dass ich ihn finde. Aber ich werde ihn finden. Vielleicht sehe ich dich dort auch. Er sucht jemanden, der nicht gefunden werden will, aber den er finden will. Okay. Und du kannst mir eine weitere Chance geben, mein Geld zurückzugewinnen. Bis dann. Wieso dein Geld zurückzugewinnen? Wenn hier einer sein Geld zurückgewinnen will, dann bin ich das wohl, oder? Bis dann. Tschüss. Komm doch einfach mit uns mit. Wem gehört denn dieser Fliegenschwarm hier? Kann ich jetzt noch irgendwie abschießen? Nee, schade. Aber die hier kann ich abklicken. Krähe wurde gesichtet. Gisela greift in den Wagen, um die Vorräte der Gruppe zu überprüfen. Stößt dann einen erschreckten Schrei aus, einen schrockenen meine ich, und stolpert rückwärts. Gisela, nein! Rums liegt sie. Eine Schlange schlittert eilig aus dem Wagen, aber niemand gelingt es, einen genauen Blick zu erhaschen, um die Spezies zu erkennen. Die Kreatur hat Gisela in den Arm gebissen. Das Gift aussaugen. Oder, ich glaube, wir nutzen Medizin, ne? Wir brauchen sowieso Platz im Wagen. Wir machen hier keine Kompromisse. Wer soll den Schlangenbiss behandeln? Oh mein Gott. wollen wir auf geringes medizinisches Wissen bauen oder wollen wir herausfinden, wie viel medizinisches Wissen Gunther Jacqueline hat? Ist jetzt hier die Frage gerade. Und warum gab es noch kein Feedback zu meinem schlechten Schießverhalten? Das ist auch sehr, sehr seltsam, dass da noch nichts gekommen ist. Ich hoffe, der Chat ist noch da. Ist der Chat noch da? Sag mal bitte einer Piep. Nicht, dass hier plötzlich alle aus dem Chat gefallen sind, angefangen bei Katze. Das wäre ein bisschen schlecht. Ich glaube, mein Chat ist kaputt. Ich lese jedenfalls nichts. Beziehungsweise ich lese nichts Neues. Kann mir mal einer bei Discord schreiben zumindest? Ich habe leise Befürchtung, dass mein Chat kaputt ist. Ansonsten würde ich mich gleich einfach mal selber weitermachen. Niemand? Keiner? Dann mache ich jetzt einfach selber weiter. Ich habe Sorgen um die Technik jetzt gerade. Na gut. Ich würde tatsächlich gerne mal rausfinden wollen, wie viel medizinisches Wissen Gunther Jacqueline hat. Deswegen lassen wir sie mal versuchen, Gisela zu heilen. Guck dir das mal an. Null! Sie hat tatsächlich null
Medizinwissen ist ja schrecklich. Gunther Jacqueline behandelt die Wunde von Gisela mit Medizin und einer sauberen Verwandten. Zum Glück. Zum Glück zieht sie, sieht es so aus, als würde sie sich vollständig erholen. Sie hat null Medizin. Oh, da ist er wieder. Oh, gut. Ja, hm. Hängt es so hinterher, der Stream gerade? Aber zumindest Tom schreibt. Wenn gar nichts im Chat passiert, vor allen Dingen bei 10 Leuten, mache ich mir immer Sorgen, dass hier irgendwie die Technik hängt. Aber da bin ich wahrscheinlich ein bisschen paranoid. Anyway, Gisela scheint gerettet zu sein. Okay, da können wir weitergehen. Sie ist ein bisschen schlecht drauf und erschöpft ist natürlich auch noch der Winternaht. Snake Dingsbums in 25 Entfernung. Oh, sie hat ein bisschen Gisela-Schein, was? Ja, Schein und schön gemacht. Die Jagd ist ja für diejenigen, wir brauchen keine weiteren Pelze. Wir gehen weiter. Ja. Das war jetzt bloß die eine von beiden Varianten, hier weiterzukommen. Die Gruppe zieht an der Herde vorbei. Fuchs. Ich will den Fuchs. Hier ist noch ein Fuchs. Moment. Achso, die Füchse sind der Wagen verschleißt. Nein, natürlich verschleißt der Wagen. Was geht eigentlich mit Gunther Jacqueline? Ist die mal dabei geblieben oder war die zwischendurch wieder weg? Die ist tatsächlich dabei geblieben, ja. Reicht mit Pelz, richtig. Unsere 50 Dollar. Wir müssen umpacken. Unsere 50 Dollar liegen im Boden. Warum hat die keiner eine, warum kann hier keiner eine Hosentasche? Seit dem letzten Mal ist sie geblieben, ja. Ne? Ihre vierte zweite Chance, ne? Hat sie genutzt, ne? Hat sie eine Drohung also ernst genommen von letztem Mal? Ja, ich glaube schon, es liegt doch so ein bisschen an den Vorräten. Dass wir... Habe ich das Buch immer noch? Fällt mir gerade so auf. Ach, hier, guck mal. Katze, wollte ich endlich mal aufwerten, das Ganze. So, sind die einfach mal das Geld aus den Taschen gefallen hier. Schrecklich. Gott, das will... Aber, war auf dem Klo. Ach so, Katze war auf dem Klo. Das Letzte, was wir von dir gesehen, beziehungsweise gehört haben, war was gewesen? Dingensfurz, ne? Wo ist es hin? Berühmte letzte Worte. Kojotenfurz, Snakefurz, genau. Reich Katze einen Keks. Sehr schön. Okay, gut. Dann, ich bin gerade noch so ein bisschen am gucken, wo wir was hier hinsortieren. Wir könnten die sehen trotzdem noch aus wie Faultierpelze. Jetzt mal ohne Scheiß, weil die so lang gezogen sind, ne? Seltsam. anyway. 226 Pfund Fleisch. Okay, können wir auch weitergehen. Ich will die Füchse sammeln. Ich kann die Füchse nicht sammeln. Schade. Na gut. Fürs Kacken gibt es jetzt schon Geschenke. Das hast du sehr präzise ausgedrückt. Muss man gerade die Luna-Motten hier hinten sammeln. Die Gruppe hört den unverwechselbaren Klang eines Akkordeons und stößt auf eine junge Frau, die ganz alleine das Instrument spielt. Ihr einzigartiger Klang könnte genau das sein, was Lewis Southworth für seine Band brauchen würde. Gleich nachdem ich die Luna-Motten angeklickt habe. So. Das Akkordeon. Cleo. Hallo, mein Name ist Cleo. Wie ich sehe, gefällt euch meine Musik, Fremde. Wenn ich doch nur für jeden spielen könnte, der durch diese Gegend reist. Leider bestehen meine Eltern darauf, dass ich mein Akkordeon aufgeben muss, bevor wir die Berge überqueren. Ich weiß gar nicht, wieso. Gute Quetschkommode. Ja. Oh Gott, ich dachte gerade, das Akkordeon wäre ein Wespensummen. Was? Du bist echt ein Wespen geschädigt. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber durch diese traumatischen Ereignisse, jedes Mal, wenn eine Wespe ungefragt das Zimmer betritt, ja, tut sich die Füße nicht abtreten, landet irgendwo oder macht einfach bzzz den ganzen Tag, ja. Frechheit eigentlich, ne? Dann denkst du, dein Handy vibriert, aber nein, es ist die Wespe am Ohr. Furchtbar. Zwischendurch nickst du ein, denkst plötzlich, dir schüttet jemand Wasser auf den Schoß, ja. Das Fenster gerade wieder kurz ein bisschen aufgemacht, weil es hier einfach zu heiß ist. Ein Wespe. Ja, genau, tu dir doch so einen Imkervorhang, rumhängen. Das macht sie auch im Stream bestimmt total toll. Oder so, es gibt ja auch so eine Dinger, die man an die Decke hängt, die dann so komplett den kompletten Bereich quasi abdingsen, so konusmäßig, ne? Ja. Ruby heute in ihrem fabulösen Wespen-Imker-Gewand und so weiter. Die junge Frau sieht niedergeschlagen aus und hört auf zu spielen. Soll die Gruppe sie zur Band von Lewis Southworth einladen oder nach etwas anderem fragen? Wir laden sie natürlich ein. Und nach... Ach so, wir brauchen ja auch eine Geige, ne? Stimmt, da war ja was. Wir brauchen sie ja gar nicht. Wir brauchen ja bloß ihre Geige. Lass mich mal kurz in mein Tagebuch gucken, um das nochmal zu rekapitulieren. Gleich nachdem ich Natursehenswürdigkeiten angeguckt habe, den Tui Island Aussichtspunkt. Die
Three Island Überfahrt. Eine der gefährlichsten Strecken des Weges war genau das, wonach es sich anhört. Drei kurze, aber tückische Flussüberquerungen in schneller Folge, die wir Gott sei Dank umschifft haben. Gut, mit der Krempe ringsrum Tüll. Ja. See it fashion. Ja, ohne Scheiß. So. Okay. Müssen wir gerade mal gucken hier. Hier, das da ist das mit dem Musikinstrument. Genau. Ein Mann namens Louis Hawthorne möchte, dass wir ihm eine Geige kaufen, Musiker für seine Band anwerben. Louis sagt, dass wir nicht mehr als $30 für eine Geige bezahlen sollen. Gott sei Dank haben wir nicht so viel beim Schießen geboten. Ja. Ohne Mist. Jetzt haben wir nämlich noch, glaube ich, soweit, ich weiß, 50 Tacken für eine Geige. Obwohl wir nicht mehr als 30 ausgeben sollen. Sehr schön. Das ist ja genau mein Ding, Baby. Hier, frag mal nach der Geige. Ein Stück weiter am Snake River gibt es einen Verkäufer. Es ist möglich, dass er eine Geige zu verkaufen hat. Ach nee, Quatsch. Bin ich bescheuert. Sie hat doch ein Akkordeon. Ich bin müde. Sie hat ja gar keine Geige. Bin ich doof, ey. Meine Eltern beabsichtigen, ihm mein kostbares Akkordeon zu geben. Wie schade. Okay, also Snake River. Ganz wichtig, ja. Schon ein bisschen peinlich, ne? Geige mit Akkordeon verwechselt. Aber naja. Snake River gibt es einen Verkäufer am Snake River. Hm, gut zu wissen. So. Okay, aber dann können wir dich trotzdem zur Band einladen. Eine Band? Das wäre ja großartig. Oh, ich habe immer davon geträumt, in einer Band zu spielen. Ich finde, dass Musik etwa einfach inspirierend ist. Könnte auch ein Hochzeitsschleier sein. Der trotzdem gegen Wespen schützt, ne? Ja. Plus 3 Wespenschutz. Ja, aber ich kann mich nicht gegen den Wunsch meiner Eltern stellen und ohne Akkordeon kann ich nicht spielen. Oh mein Gott, was für eine Zwickmühle hier. Es ist offensichtlich, dass Cleo es genießen würde, Teil der Band zu sein. Die Gruppe denkt, dass dies der Zeitpunkt für eine inspirierende Rede wäre. Oder ist. Die Gruppe zückt ein Notizbuch und überlegt, was sie zu Cleo sagen soll. Welches Thema würde eine gute Einführung sein? Wir reden über die Eltern, wir reden über Vergnügen und über Akkordeons an sich. Akkordeon, Akkordeon. Oh, wo bleibst du nur, mein Akkordeon? Ich glaube, also das Positive sollte man tatsächlich immer am Ende sehen. Ja? Das heißt, das Negative sollte vorne stehen. In dem Fall reden wir erstmal über die Eltern. Also erstmal quasi auf den Boden der Tatsachen bringen und dann abheben lassen. Ja? So oder so. Eine Rede. Bling, 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 bling. Ja, genau. So, über die Eltern. Die Gruppe beginnt zuversichtlich Notizen zu machen. Welches Thema wäre gut für den Mittelteil der Rede? Stressabbau, Musiknoten, Träume. Erstmal so ganz allgemein über Musiknoten, ja? Weil Musik ist ja inspirierend und so weiter. Die Gruppe fährt fort, Notizen aufzuschreiben. Welches Thema würde sich für einen guten Abschluss eignen? Selbstvertrauen, Inspiration und die Lieder. Oh Gott, entwickelt sich so völlig anders, als ich mir das gerade vorgestellt habe. Glaub an das Glück, denn sonst fliegt es davon. So war es, das Akkordeon. Ja. Akkordeon. Oh mein Gott. Also Selbstvertrauen, Inspiration und Lieder. Inspiration. Okay, die Geräusche dazu, die hören sich immer so negativ an. Nachdem die Rede geschrieben ist, bleibt einzig die Vortragsweise. Wer soll die inspirierende Rede vortragen? Gisela. 5-4 Einstellung, ne? Das kann nur was werden. Und bei Gunther und Jacqueline sind wir uns noch nicht so sicher, deswegen lassen wir das mal. Okay, Gisela, die ein bisschen mies drauf ist. Aber naja, Gisela überprüft die Notizen ein letztes Mal und sieht dann zu Cleo auf, die sie mit einem neugierigen Ausdruck anschaut. Sie holt tief Luft. Ganz tief Luft. Deine Eltern mögen gute Absichten haben, Cleo, aber du kannst nicht zulassen, dass sie dein ganzes Leben kontrollieren. Du musst tun, was das Beste für dich ist. Nicht nur, was das Beste für sie ist. Schau in dein Herz. Schau in dein Herz. Vertraue deinem Stern. Die Noten eines Liedes sind wie die Worte eines sehr gut geschriebenen Satzes oder vielleicht die Buchstaben. Auf jeden Fall sind die Texte definitiv Worte. Und wenn man sie singt, ist es, als würde man ein wunderbares Gedicht rezitieren. In Liedform. Ich möchte, dass du Folgendes bedenkst. Deine Musik könnte das Letzte sein, was die Menschen hören, oh mein Gott, bevor sie versuchen, die Blue Mountains zu überqueren. Wie inspirierend wäre es, ein so schönes Lied zu hören. Du könntest möglicherweise jemandem das Leben retten, mit deiner Musik. Weißt du, du hast recht. Ich werde in deiner Band spielen. Yes. Ich weiß nicht, wie mein Leben aussehen wird, wenn ich Oregon erreiche, also muss ich diese Gelegenheit nutzen, solange ich kann. Hat sie völlig recht. Ja. Bitte, nimm mein Akkordeon mit. Nein. Ich möchte nicht, dass meine Eltern erfahren, dass ich es behalte. Noch nicht. Und ich will da...
Mein Wagen ist so kaputt. Da passt doch nichts mehr rein. Ich werde dich bald wiedersehen. Ich freue mich schon darauf, die anderen Musiker kennenzulernen. Cleo lächelt herzlich. Klunk. Wir haben ein Akkordeon dazu gewonnen. Sehr schön. Plus eins Akkordeon. Das Inventar ist voll. Ja, ich weiß. Wann können wir den endlich reparieren? Wenn wir einen Wagenreparateur finden. Ja. Erstmal muss ich das hier irgendwie reinsortieren. Ich glaube, wir trinken mal ein. Brauchen wir gerade Kaffee? Hat irgendjemand Lust auf Kaffee? Also außer anwesend im Chat. Ich rede jetzt hier von den Leuten, die unterwegs sind. Naja, es geht so, ne? Also 3 von 4 hätten schon Lust auf ein Käffchen. Ja, ich glaube, dann machen wir das mal. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir brauchen sowieso die Energie für die Überfahrt gleich. Okay, wir kriegen es auch noch nicht so richtig untergebracht, ne? Jetzt passt das. Jetzt kriegen wir das hin. Die machen auch so ein bisschen Musik, wenn man die angrabbelt, ne? Okay, gut, wir haben ein Akkordeon, auch wenn es keiner wollte. Schön, sehr gut. Oh mein Gott, ich glaube, das bis hierhinter machen wir noch, ne? Rui, nur dass du es weißt. Ich will heute noch wissen, nicht mehr erschöpft Gisela, ausgezeichnet, sehr gut. Die Rede hat sie selbst motiviert. Ne? Kein Stress, ja, das wird nichts mehr, was? Können endlich reparieren, das passt schon. Das passt schon. Hier kommt gleich ein Fluss. Wir brauchen die Räder gar nicht mehr. Wir haben ganz viel Pelz, um das dicht zu machen. Also ich bin frohen Mutes, was das Ganze angeht. Dann, dann, dann. Hier, Gunther Jacqueline ist so ein bisschen mies drauf. Oh, guck mal. Oh, das ist gut. Die haben einen Wagen, den sie nicht mehr brauchen. Ach so, hier vorne auch. Sehr schön. Ich glaube, wir sind angekommen. Ja. Wir kommen am Ziel mit einer Handvoll Staub an, dass wir ein Stier war. Hm, mehr ist nicht mehr über. Nur so ein Horn in der Hand hier. Ja, wie so ein Fahrradlenker. Okay, einmal handeln. Wir gucken natürlich erstmal, ob wir irgendwas abkrabbeln können hier. Vorräte kaufen. Hier hat jemand Werkzeugkasten. Oh mein Gott. Take my money. 2 Kleidung. Wir falschen natürlich erstmal, aber endlich hat mal einer einen Werkzeugkasten. Das Problem ist, ein Werkzeugkasten macht ein Feld ganz. Das finde ich immer so ein bisschen mies. Hier, Jay, tu mal Dingsen tun. Zieh dein Ding durch. Ja, das klingt fair, sagt James. So, wir brauchen bloß noch 1 Kleidung, 9 Kugeln oder 3 Fälle. Wir nutzen natürlich die Kleidung, das passt schon. So, alles klar. Plus 3 Werkzeugkästen, minus 1 Kleidung. Und Mehl brauchen wir nicht, Kaffee könnten wir nehmen. Brauchen wir aber erstmal auch nicht. Ich mache erstmal den Wagen ganz. Entschuldigung, mein Fehler. Wenn es sein muss, wirklich, was? Jo, das sieht richtig gut aus hier. Da sind 3 Kästen. Toll. Oh, ne? Hm. So, und das war's auch schon mit den 3 Werkzeugkästen. Ich fasse es nicht. Ja, ich auch nicht. Das waren die 3 Werkzeugkästen. Weg sind sie. Und das alles für ein Hemd. Na, aber immerhin, ne? So, wen haben wir denn hier überhaupt? Helen, Jane und Louis. Wieder mal. Diese Reisenden schauen ängstlich auf den Fluss vor sich und sind sich nicht sicher, ob sie bereit sind, ihn zu überqueren. Helen. Die meisten Leute heuern einen Shoshone an, der sie über diesen Fluss führt. Selbst mit einem erfahrenen Reiseführer ist es ein gefährliches Unterfangen. Okay. Haben wir hier irgendwo einen Shoshone, der mitkommen möchte? Jane. Der Snake River schlängelt sich so sehr, dass er 2-mal überquert werden muss. Gute Vorbereitung ist wichtig. Oh Gott, wir müssen trotzdem noch 2-mal drüber. Das ist ja furchtbar. Und was sagt Louis dazu? Ja, alle Flüsse unterscheiden sich nur eine Tiefe und der Art des Bodens unter ihnen. Versuche sie zu überqueren, wenn das Wasser niedrig und der Fluss nicht so breit ist. Schlamm kann die Überquerung auch erschweren, aber dagegen kann man nicht viel tun, außer darüber zu schwimmen natürlich. Ja, wir schwimmen. Obwohl, wir könnten natürlich schwimmen. Wir haben genug Biberpelze. Oder generell Pelze. So, müssen wir uns nochmal ausruhen? Nö, wir sind topfit. Wir sind ein bisschen, wir riechen ein bisschen, aber das ist nicht so wild. Obwohl, wir könnten natürlich... Ich glaube, wir nutzen mal die Kleidung. Da haben wir weniger zu verlieren, wortwörtlich. Hier, siehst du, kann jeder noch mal ein Hemd anziehen? Gisela braucht nicht, die riecht noch nicht genug. Die beiden auf jeden Fall. Und die eine Klamotte? Hm. Okay, wer riecht unangenehmer? Katze oder Gisela? Das läuft jetzt auf ein Kompliment hinaus. Katze riecht nicht so schlimm wie Gisela.
Okay. So, haben wir noch was. Moral. Wir haben keine Mundharmonika, ne? Ne, wir haben Akkordeon, aber das dürfen wir nicht verwenden. So, gut. Dann mal überqueren. Beziehungsweise mal gucken. Oh Gott, wir müssen die beste Vorbereitung treffen, wenn wir eine Chance haben wollen, den Fluss ohne Zwischenfälle zu überqueren. Wie soll die Gruppe den Fluss überqueren? Wie kommen wir darüber? Erfolg, Chance, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Klingt natürlich super. Strömung extrem. Tiefe 9 Fuß, Breite 80 Fuß. Zustand des Wagens 70. Okay, wir dichten den Wagen ab. Das auf jeden Fall. Oh, 28% abdichten. Warte mal. Abdichten und den Fluss überqueren. Den Wagen reparieren. Wir haben keine Werkzeugkästen. Wagen versiegeln 0 von 12. Wir haben 10 Fälle. Das macht richtig was aus, ja. Wir sollten alle entbehrlichen Fälle verwenden, um den Kasten abzudichten und die Vorräte zu schützen, falls etwas schief gehen sollte. Wie viele Fälle wollen wir? Natürlich alle. Bäm, 50% abgedichtet. Nice. Beziehungsweise 50% Erfolgschance. Sehr gut. Ausruhen und auf Besseres. Wir können natürlich auch erstmal ein bisschen warten, ne? Alles drauf tackern. Alles, was geht. Alles, was geht. Kleidung auch. Ja. Wir ruhen uns mal ein bisschen aus, denn wie wir gelernt haben, je länger wir warten, desto. Es wird immer ein positiveres Ergebnis werden, ja? Entschuldigung. Da hänge ich ein wenig fest. Gut, immer noch extrem. Achso, nee, sich ausruhen. Wir ruhen uns aus. So. Von 50% auf 53%. Hollerö. Das hat's ja richtig gebracht. Oh Gott, ich glaube, wir verschwenden hier erstmal ein bisschen viel Zeit. Das Schöne ist, wir haben genug Vorräte, um es hier ein bisschen auszuhalten, ne? So, bin mal drüben. Okay, Ruby, danke für den Stream. Gerne doch. Bis dann. Wir kommen dann gleich hinterher, sobald wir über den Fluss sind. Ja. Abdichten und den Fluss überqueren. Nein. Wir ruhen uns nochmal aus. Hier, ne? Ach, siehst du, guck mal. Gunther Jacqueline kriegt auch ein bisschen Moral. Das ist noch viel besser, 56%. Wir ruhen uns, glaube ich, nochmal aus. Wieder ein Tag, 59%. Sagt mir Bescheid, wenn wir es probieren. Ciao, viel Spaß. Ja, sagte sie. Sehr gut. Wie lange können wir das durchziehen? 61%. Wir haben immer noch jede Menge Nahrung. Also, so ist ja nicht. Ach, siehst du, jetzt ist die Moral voll. Und wir sind bei 64%. Ha, jetzt ist die Strömung auch bloß noch moderat. Sollen wir es probieren? Sollen wir es probieren? Oh je, ich ahne Schlimmes. Ich glaube, bis 70% würde ich noch warten. Und noch einmal. So, nun ist aber gut. 70%. Oh, jetzt geht die Moral schon wieder runter. Trotz einer guten Nachtruhe ist die Gruppe besorgt über die Verzögerung. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, meine Güte. Ist ja, wir machen ja schon los. Toll, da haben wir es übertrieben. Ja. Naja, okay, abdichten und den Fluss überqueren. Jetzt geht's los. Ach, jetzt die Moral wieder oben. Na super. Die Gruppe bereitet den Wagen vor, enttarnt die Räder und macht den Kasten wasserdicht und ist richtig guter Dinge. Die Strömung ist langsam, Tiefe bloß noch 4,4 Fuß. Breite hat sich Gott sei Dank nicht geändert. Natürlich nicht. Na dann. Weißt du, vorhin erzählen sie irgendwas vom Schotonen, aber wir haben gar keinen Schotonen. Oh mein Gott, ja. Haut mal einer Schnorchel an die Ochsen. Okay, das geht tatsächlich. Oder auch nicht. Nee, was? Okay, alles klar. Snake River 1 von 2. Mhm. Obwohl der Wagen nicht vollständig abgedichtet ist, schafft es die Gruppe den Fluss zu überqueren, ohne dass ihre Vorräte einen Wasserschaden erleiden. Ein Ergebnis, das vielleicht aus purem Glück entstanden ist, aber manchmal ist es genau das, was man braucht, um den Pfad zu überleben. Vermeide ein gebrochenes Bein, Gott sei Dank, und alle Charaktere. Siehst du, wir hatten ja sowieso 175 Dinge in Aussicht. So, und das war Nummer Snakeford Nummer 1. Und Snakeford Nummer 2 schaffen wir heute nicht mehr, denn it is Ruby Time. Ja. Aber diesen Abschnitt haben wir zumindest gemeistert. Gut, dann Preise abbrechen. Ins Hauptmenü. Und so weiter und so fort. Und ich kille mal so schnell wie möglich diese Musik und mache diese Musik hier an. Denn eventuell habe ich Glück und ich kann die Folge doch noch bei YouTube hochbringen. Ach ja. Ja, schön. Schön, schön, schön. Hat wieder Spaß gemacht heute. Hier das Ganze endlich mal wieder fortzuführen. The Oregon Trail. Ich kann das Spiel wirklich nur empfehlen. Das macht mir sehr viel Laune. Das war fein, ja, ne? So aufregend und so weiter. Wie wird es mit den vier fiesen fünf wohl dann am nächsten Montag voraussichtlich weitergehen? Wir werden es erleben. So, aber für heute erstmal genug. Die Ruby wartet.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bedanke mich bei allen Beteiligten. Und ja, wie gesagt, wir raiden rüber und ich komme dann hinterher gezockelt. Ja. Ich bin gespannt, was heute bei Ruby losgeht. Ja, gut. Ein Raid zur Ruby. Der Ochi ist auch online. Meine Güte. Und er spielt Alter 4-2. Meine Güte. Aber wir gehen zur Ruby. Battlebirds for, forever und so. Ach ja, meine Güte. Dann mache ich hier mal, dann ziehe ich hier mal den Vorhang runter. Wie gesagt. Schönen Abend noch. Gerne bei Ruby wieder schreiben und so weiter. Habt eine schöne Woche bis Donnerstag. Da gibt es natürlich den nächsten Stream pünktlich um 18 Uhr. Winke, winke, tö und bis denn. Tschüss.